gekommen sein. Ich will mich auch ganz kurz fassen. Ich finde es ganz toll, dass es so kurzfristig geklappt hat mit dem Professor Andrea Jovi, dass es auch schon so schöne und viele Veranstaltungen gegeben hat, die maßgeblich gerne Marie mit organisiert hat. Für mich ist eine besondere Ehre, Professor Andrea Jovi wieder hier zu haben, für meine Organisation sprechend, weil er vor Jahren einmal Stipendiat beim Evangelischen Entwicklungsdienst war, einer der Vorgängerorganisationen von Brot für die Welt. Und ich denke, dass das wirklich zeigt, dass dieses Stipendienprogramm sehr gut funktioniert und hier das einfach sehr gute Früchte trägt. Das macht mich sehr glücklich und ich möchte auch noch die Möglichkeit nutzen, auf einen anderen von unseren Stipendiaten auch aus Brasilien hinzuweisen, auf den Paulo Schinali, der jetzt gerade zurückgegangen ist an die Universität Ijuí und der auch ein Buch in diesem Themenzusammenhang oder geschrieben hat, oder seine Doktorarbeit, die wir im Ökum Verlag veröffentlicht haben, Beuth, Landwirtschaft im Süden Brasiliens. Ich werde dort hinten ein Ansichtsexemplar auslegen, dass man sich informieren kann und sich das gegebenenfalls besorgen kann. Ansonsten freue ich mich auf den Vortrag und gebe gerne über zu Annemarie, die wird gleich was zur Gentechnik sagen. Ich hoffe vor allem auf ganz viele schöne Informationen zu Arabien. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich freue mich auch, dass es hier in Berlin geklappt hat, dass wir auf unserer Rundreise, heute Abend ist der 6. Vortrag von Antonio Andreoli, auch hier in Berlin dabei sein dürfen. Herr Andreoli, Antonio stellt sich gleich selber vor. Ich möchte aber auch noch sagen, dass wir in einem Team unterwegs sind, das wird meistens vergessen, seine Schwester Lirio. Andreoli ist nämlich auch mit und auch ihr Mann Ronaldo. Der ist gerade abgetaucht. Aber vielen Dank, dass auch ihr dabei seid. Ich bin von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wir vertreten die mittleren und kleinen bäuerlichen Betriebe und wir haben sowohl konventionelle und auch ökologisch wirtschaftende Betriebe bei uns dabei. Und wir setzen uns stark ein gegen die Gentechnik und gegen Patente auf Leben. Und ich selber berate und koordiniere die gentechnikfreien Regionen in Deutschland. Warum sind wir gegen die Gentechnik? Vor allem deshalb, weil die Versprechen der Gentechnikindustrie nicht eingehalten worden sind. Und wir wollen uns nicht abhängig machen von den Agrarkonzernen, die letztendlich für ihre Produkte, die sie auf den Markt bringen, keinerlei Verantwortung übernehmen. Gentechnik ist für uns der Einstieg in Patente, in die Patentierung von Pflanzen und Tieren, was mittlerweile auch bei der konventionellen Züchtung getan wird. Leben gehört sich selbst und ist nicht das geistige Eigentum von Konzernen. Und deshalb muss die Patentierungspraxis gestoppt werden. Und wir wollen auch unsere gentechnikfreien Märkte schützen, denn bislang ist Europa quasi gentechnikfrei. In Europa werden nur auf 0,12% der Agrarfläche gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut und das zu 98% in Spanien und Portugal. In ganz vielen Ländern Europas gibt es ein Anbaumoratorium für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen und wir hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt. Ich denke, wir als Bauernorganisation haben da viel zu verteidigen. Und da wir gleich aus erster Hand erfahren werden, was der Anbau von Gentechnikpflanzen in Brasilien mit den brasilianischen Bauern macht, ob es funktioniert oder nicht, da werden wir gleich Einblick haben. Ich glaube, daraus kann Europa viel lernen. Und auch deshalb haben wir die Rundreise hier in Deutschland und Österreich organisiert. Denn aktuell versucht die EU-Kommission, einen neuen Gentechnik-Mais für den Anbau in Europa zuzulassen. Der Mais kommt von der Firma Pioneer und erhält den Namen 1507. Und wir möchten diesen Anbau verhindern, weil Gentechnik hat sich auch in anderen Ländern nicht bewährt. Es gibt Resistenzen, die Natur ist viel stärker. Und ein Großteil der Verbraucher und Verbraucherinnen in Europa wollen keine Gentechnik auf ihrem Teller. Für uns als Bauernorganisation ist die Fütterung unserer Tiere natürlich auch ein wichtiges Anliegen. Dazu muss man wissen, dass mindestens 80% der gentechnisch veränderten Pflanzen, die weltweit angebaut werden, in den Futtertrögen der Ställe landen, auch hier in Europa, aber auch in anderen Ländern. Und ganz oft, wenn man als Bauer fragt, gibt es denn überhaupt noch gentechnikfreie Futtermittel, dann bekommt man zu hören, gibt es nicht mehr, sind zu teuer, reine Biosache. Deshalb haben wir als Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Futtermittelhändler abgefragt und siehe da, auch in Deutschland bekommt man flächendeckend gentechnikfreie Futtermittel. Das ist nicht so einfach, man muss sich zusammenschließen zu Einkaufsgemeinschaften, aber es geht.
Und da sind auch Sie als Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, weil normalerweise in tierischen Produkten erfährt man nicht, ob diese Hühner oder Schweine oder Kühe mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert worden sind. Man erkennt es aber an einem Label, und das heißt ohne Gentechnik, oder aber an Bio-Lebensmitteln, die sind gentechnikfrei gefüttert, in Anführungsstrichen. Das wäre Ihr Part. Als letztes möchte ich sagen, dass hier in Europa gerade ein sogenanntes Freihandelsabkommen diskutiert wird, ein Freihandelsabkommen zwischen der USA und den EU. Und wir befürchten, dass das ein Einfallstor der Gentechnik werden kann, weil es geht hier nicht um mehr Handel. Der Handel zwischen Industriestaaten ist relativ ausgebaut, würde ich mal sagen. Aber es geht darum, dass wir hier andere Standards haben als in den USA. Und viele Konzerne wollen diese Standards gerne angleichen. Das fängt alleine mit der Kennzeichnung an. In den USA gibt es keine Kennzeichnung, wenn Gentechnik eingesetzt wird oder aber auch wenn Chlor eingesetzt wird zur Behandlung von Hähnchen oder aber bei Klonfleisch. Das soll angeglichen werden und einiges andere wollen sie auch. Vor allem finden diese Verhandlungen hinter geschlossenen Türen statt. Die Zivilgesellschaft, aber selbst die Parlamentarier in Europa oder hier in Deutschland sind nicht beteiligt, kennen die Dokumente nicht. Das sind nur sehr wenige Menschen und allein aus Demokratiegründen muss dieses Freihandelsabkommen gestoppt werden. Deshalb bin ich froh, dass es ein breites Bündnis gibt gegen dieses Freihandelsabkommen, das heißt unfair handelbar, fair wie fair. Und ich glaube, dass wir hier eine Menge tun müssen, aber ich habe auch Hoffnung, dass wir es schaffen. Und jetzt gleich viel Spaß mit dem Vortrag. Du sagst was, oder? Vielen Dank, Anne-Marie Vollin. Bis zu seinem 7. Lebensjahr wird Professor Antonio Ignazio Andreoli Anton Ignaz genannt von seiner Mutter. Und Sie werden gleich sehen, er spricht perfektes Deutsch bis heute. Er wächst auf einem Bauernhof im Süden Brasiliens auf, 17 Hektar. Heute hat er sie verpachtet, aber doch immer noch unter Kontrolle. Und wird dann Agrarberater, Giftverkäufer, nennt das José Lutzenberger, der den Staat beeinflusst hat. Und der vielleicht einer der Gründe dafür war, dass der Giftverkäufer dann zum Philosophiestudenten wurde. Er studiert teilweise auch in Osnabrück, er promoviert. Er schreibt im Jahre 2006 ein Buch, was auch hier in Deutschland eine gewisse Furore gemacht hat, Die Saat des Bösen, über Gentechnik, den Einsatz von Gentechnik in Lateinamerika. Er arbeitet dann an der Universität Linz in Österreich und wird von dort berufen von Fernando Haddad, dem damaligen Wissenschaftsminister, heutigen Bürgermeister von São Paulo, als einer der 11 Gründer der Bundesuniversität Frontera do Sul, die südliche Front. Als ich das als Titel ursprünglich vorgeschlagen habe, da kam gleich von Brot für die Welt so etwas Militärisches, können wir hier doch nicht gebrauchen. Ich hatte eigentlich nur den Originaltitel dieser ganz bemerkenswerten Universität, die er mit begründet hat und deren Vizerektor er heute ist, benutzt. Bemerkenswert deshalb, weil sie eine Universität ist, in der Vertreter von La Via Campesina, von der Bewegung der Landlosen, von den Kleinbauern im Aufsichtsrat der Universität sitzen. Weil das Ziel dieser Universität es ist, Bauern, Bauernsöhnen und Bauerntöchter, die Mehrheit der Studierenden sind Frauen an dieser Universität, das Handwerk der Agrarökologie, das Handwerk der nachhaltigen Ernährung, das Handwerk einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Landes beizubringen. Brasilien, das wissen Sie, ist das Land, aus dem die Europäische Union mehr Agrarprodukte als aus irgendeinem anderen Land dieser Welt importiert, unser wichtigster Agrarhandelspartner. Brasilien ist auch das Land, aus dem Europa und insbesondere Deutschland mehr Gentechnik importiert als aus irgendeinem anderen Land im Moment. Und auf der anderen Seite auch das Land, das am systematischsten die
Entwicklung von agrarökologischer Forschung, von neuen agrarökologischen Ansätzen fördert. Ich war vorgestern am Freitag in Brüssel zur Eröffnung des Jahres der Kleinbauern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die UNO hat das Jahr 2014 zum Jahr der Family Farmer erklärt. Und Herr Ciolos, der Agrarkommissar, war dort und auch Herr da Silva, der neue, oder nicht mehr ganz so neue, Chef der Welternährungsorganisation FAO. Und er war, zu der Zeit, als die Universität gegründet wurde noch, der Minister für die Kleinbauern. In Brasilien gibt es zwei Ministerien für Landwirtschaft, eines für die Großbauern und eines für die Kleinbauern. Er ist ein Mann, der vielleicht mehr als jeder andere Politiker, der im Moment in Amt und Würden ist, gegen den Hunger erreicht hat auf der Welt. Viele Millionen Menschen haben heute genug zu essen und dieses Konzept einer nachhaltigen Ernährung und Landwirtschaft trägt Früchte, wie die, die wir jetzt von Herrn Andreoli vorgetragen bekommen. Ich bin sehr gespannt auf die Präsentation und ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion über Brasilien zwischen Gentechnik und Agrarökologie. Bitte. Schönen guten Abend an alle. Ich freue mich, hier zu sein und meinen Dank an alle Veranstalter. Ich hoffe, verstanden zu werden, trotz 200 alten Akzent, den ich geerbt habe durch meine Mutter und Vater, die nach Brasilien abstämmige sind von mutterlicherseits vorher Bayern, also aus Bayern. Und väterlicherseits aus Südtirol, damals Schweiz, ich weiß nicht, wie das war. Auf jeden Fall kann ich diesen Akzent nicht mehr wegkriegen. Also von daher muss ich es schon so sagen. Ich freue mich auch zum ersten Mal bei der Heinrich-Böll-Stiftung hier im Rahmen dieser Diskussion zu sein, der hier in Europa auch noch diskutiert wird. Gentechnik vielleicht eine Chance sein. Ich wurde ein paar Tage bevor nochmal angesprochen, einem Politiker hier im Lande, der sich Sorge gemacht hat, ob die Wissenschaftler jetzt alle auswandern würde, ob das schlimm wäre, was ich davon halten würde. Und dann sind wir vielleicht bei dem Thema schon von vorne. Das heißt, eine Art Wissensbildung anders zu organisieren, wie ich in Brasilien seit 10 Jahren sehe. Also wir haben 10 Jahre Gentechnik in Brasilien. Ich habe es vor ein paar Wochen erlebt, dass wir alle Organisationen zusammen hatten, um zu Bauernorganisationen, Verbraucherorganisationen, ein großes Treffen, um zu verstehen, was bedeutet es für uns, 10 Jahre Gentechnik in Brasilien zu haben. Ich weiß, dass es mehr Jahre sind in Europa, und man könnte sogar sagen, die Forschung dazu gerechnet würde, also seitdem man mit Gentechnik forscht, dann hätten wir viel mehr Jahre. In den USA wird schon von 30 Jahren Gentechnik berichtet. Wichtig für uns ist zu sehen, dass diese Art von Wissenschaft, diese Art von Wissensbildung etwas versucht, was für uns doch etwas veraltet ist oder veraltet erscheinen könnte. Zu denken, dass man das, was man an Wissenschaft entwickelt hat, so funktionieren würde, dass man es fast ausschließen könnte, dass die Natur noch dagegen reagiert. Oder anders formuliert, man versucht, die Natur an unsere Wissenschaft anzupassen. Oder man versucht, die Natur so zu beherrschen, dass man in der Lage wäre, die Landwirtschaft so zu industrialisieren, wie auch es möglich war in anderen Bereichen. Da
das ist vielleicht eine der entscheidendsten Fragen. Ist es überhaupt möglich, die Landwirtschaft so zu industrialisieren, wie die moderne Wissenschaft oder bei der Entstehung der Wissenschaft, der sogenannten modernen Wissenschaft, auch eine Hoffnung war? Und das ist vielleicht eine der großen Fragen, wenn man sich fragt, würde es vielleicht nicht anders besser gehen? Deswegen haben wir das mit der Agrarökologie zu tun. Oder eine Form von Wissenschaft, nicht nur Wissenschaft, sondern es ist auch eine Art des Seins und des Lebens von Menschen auf dem Land, in der man versucht, die Natur doch so zu verstehen, dass unsere Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, auch davon gelernt hat. Also zu verstehen zum Beispiel, dass alles in der Natur netzwerkartig funktioniert. Dass es ganzheitlich ist. Obwohl wir immer wieder als Wissenschaftler versuchen, es in Fächer aufzuteilen, dass die Natur nicht so einfach aufgeteilt werden kann. Dass da Zusammenhänge zu sehen sind. Dass diese Zusammenhänge ein Gleichgewicht produzieren. Dieses Gleichgewicht haben wir Wissenschaftler vielleicht viel zu wenig untersucht. Ein Gleichgewicht, das zur Überlebung, aber zunächst zur Anpassung, aber auch zum Überleben der Menschheit geführt hat. Dieses Gleichgewicht heißt ja auch dann gleichzeitig, dass man verstehen müsste, dass in der Natur eine Vielfalt zu sehen ist. Eine Vielfalt an Leben, das zusammenhängt. Und die Vorgehensweise der Gentechnik geht von einem anderen Standpunkt aus, nämlich, dass man das alles isolieren könnte, bis auf den letzten Punkt vielleicht. Genen einzubauen, auszuschneiden und aus dieser Erkenntnis Sorten zu entwickeln, Viren zu entwickeln, fast so wie wenn wir ein neues Leben konstruieren würden, aus der Erkenntnis der Desoxyribonukleinsäure, also aus der Sequenzen, die wir festgestellt haben, die es in der Natur gibt, also dass es also nach der Dekodierung festgestellt haben, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die vererbt werden und dass diese Gene, die dafür zuständig sind, im Erbgut eine bestimmte Sequenz haben, dass sie sich so darstellen. Wir hätten diese Wissenschaft aus der Erkenntnis der DNS vielleicht so nutzen können, dass wir schneller, effizienter Pflanzen züchten. Das heißt noch nicht, dass wir durch Enzyme Genen ausschneiden und durch Bodenbakterien Tumoren verursachen, damit man dieses Konstrukt in einem anderen Lebewesen einbaut, das sich mit dem vorherigen nicht in der Natur kreuzt. Also diese Vorgehensweise, nicht die Erkenntnis der DNS, aber diese nächste Vorgehensweise, die basiert auf einem Standpunkt, der darauf Wert setzt, etwas zu isolieren. Und indem es isoliert wird, glaubt man, dass es möglich sei, etwas aus einem Kontext herauszunehmen, in einem anderen Kontext einzubauen, als ob der Kontext, wo man etwas ausschneidet oder wo man etwas einbaut, gar nicht so wichtig sei. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis überhaupt. Wie reagieren diese neu eingebauten Eigenschaften in bestimmten Situationen? Zum Beispiel bei Dürre, bei Trockenheit, bei Situationen, die man noch gar nicht getestet hat. Wenn man das machen würde, dann ist es fast unmöglich, unkritisch zu bleiben. Also immer wenn wir versuchen, die Auswirkungen dieser Form von Technik auf dem Feld, aus den Erfahrungen der Bauern selbst zu untersuchen, dann stellen wir fest, diese Sorten sind nicht so anpassungsfähig wie die, die wir aus der normalen oder sage ich mal traditionellen, konventionellen Züchtung ermöglicht haben. Das heißt dann, dass wir vielleicht
nicht mit Fortschritt zu tun haben, sondern mit Rückschritt. Das heißt vielleicht, dass wir wieder auf die Reduzierung von Wissen setzen und sogar das Kritische, was aus der Erfahrung entstanden ist, noch nicht mal akzeptieren wollen, weil die Theorie, die wir hinter einer Hypothese stellen, fast wie eine Glaube erscheint. Also so stark, dass die Erfahrung, die wir seit 10 Jahren auf dem Feld haben, fast nichts an dem Bild geändert hat, was wir vor 10 Jahren hatten. Vor 10 Jahren hatten wir ein Bild oder einen Wunsch oder vielleicht eine Projektion, dass man dadurch, durch den Einsatz der Gentechnik, die Erträge steigern kann. Wir haben nach 10 Jahren Erfahrung es nicht gesehen. Man hat sich ein Bild vorgestellt, dass man durch den Einsatz der Gentechnik weniger Betriebskosten in der Landwirtschaft hätte. Wir haben nach 10 Jahren ein anderes Bild gesehen, nämlich höhere Betriebskosten. Wir hatten uns auch gewünscht, weniger Pestizide einzusetzen. Nach 10 Jahren haben wir in Brasilien mit dem höchsten Pestizideinsatz aller Zeiten zu tun. 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr werden umgerechnet, wenn man das auf die Einwohner verteilt, was offiziell in einem Jahr in Brasilien an Pestiziden verkauft wird. Auch weltweit. Wir haben eine Zunahme des Preises an Saatgut von 246%. Wenn man das alles zusammenzählt, dann kostet es viel teurer, mit gentechnisch veränderten Sorten zu produzieren, als es versprochen wurde oder es gewünscht wurde. Wenn das alles funktionieren würde, also höhere Erträge, geringere Betriebskosten, weniger Pestizideinsatz, könnten wir vielleicht noch uns wünschen, dass es eine Chance sei, mit dieser Art von Technik besser den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Denn man weiß ja auch, dass der größte Hunger auf dem Land ist. Gerade dort, wo wir Lebensmittel produzieren können. Und dann nochmal wiederum, es den Bauern jetzt schwieriger wird, weiter als Bauer dort zu arbeiten. Also es wird von einer Art von Technik gesprochen, die in jedem Jahr den Bauern herausfordert, die Produktionsfläche zu vergrößern. Da es ja nicht allen Bauern möglich ist, die Anbaufläche zu vergrößern, dann müsste ja das Land selbst erweitert werden. Wir wissen, dass Landboden begrenzt ist. Also wir können nicht einfach mehr Anbaufläche haben. Und das in einem Land, das so viel davon hat. Also gemessen hätten wir 850 Millionen Hektar. Davon werden nur 67 Millionen Hektar als Anbaufläche bezeichnet. Von diesen 67 Millionen Hektar haben wir derzeit 24 Millionen Hektar nur mit einer Pflanze, mit Soja. Das ist das Hauptexportprodukt Brasiliens. Von den 67 Millionen Hektar sind 37 Millionen Hektar mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Das heißt, immer noch von der Anbaufläche, die wir derzeit haben, sind 30 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen. 90% dieser Gentechnik wird bei Soja, Mais und Reis angewandt, obwohl wir bei Reis es doch nicht geschafft haben, es durchzusetzen. 90% der GVO-Sorten gehören Monsanto, einem einzigen Konzern, unter der berühmten Technik Roundup Ready. Also Pflanzen, die bereit sind, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen. So erzählen wir es vor Ort der Zeit,
Denn man hat immer von einer herbizidresistenten Sorte gesprochen. Also das heißt ja noch nicht, dass diese Soja nicht Glyphosat aufnimmt. Es heißt aber, dass der Aminosäurewechsel nicht gehemmt wird, weil man im Erbgut dieser Pflanze ein Genkonstrukt aus einer Bodenbakterie eingebaut hat, die resistent ist gegen dieses Glyphosat. Das heißt, das Glyphosat wird aufgenommen, es zerstört aber nicht die Pflanze. Das heißt noch nicht, dass es keine Rückstände gibt. Im Gegenteil, wir haben bei diesen Pflanzen Rückstände von Glyphosat, auch bei den Körnern. Das heißt, wir werden am Ende ein Produkt erzeugen, das schlechter ist, oder mit Rückständen von Glyphosat zu finden. Nicht umsonst hatte man 2004 nach der Zulassung dieser Roundup-Rede erst Sorte, das war damals Soja, am selben Tag die Rückstandsgrenze von Glyphosat auf 50 Mal erhöht. Es war damals zugelassen, dass man bis 0,2 Milligramm Glyphosat-Rückstände pro Kilo Soja hat. Das waren die Grenzwerte, die man so gestellt hat, aufgrund von wissenschaftlichen Studien, besonders was Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit betrifft. 50 Mal mehr heißt, wir dürfen jetzt 10 Milligramm pro Kilo haben. Es reicht immer noch nicht aus, denn die Soja, die aus Brasilien nach Europa exportiert wird, hat nach einer Studie von der PUC aus Paraná von 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände von Glyphosat. Ich weiß nicht genau, ob es sie auch hier so ankommt. Denn ich kann nur darüber berichten, was wir wissen, wenn sie dort abgeschickt wird. Denn es gibt hier vor Ort immer noch keine Untersuchung, die wissenschaftlich beweisen würde, mit welchen Rückständen kommt diese Soja hier an. Und diese Frage stelle ich mir immer, wenn ich in Deutschland bin. Weil es könnte ja wissenschaftlich gesehen einen Unterschied bedeuten. Nach 14 Tagen Verschiffung, wie kommt diese Soja hier an? Also wissenschaftlich gesehen kann ich es hier nicht sagen. Warum man hier nicht weiter auf solchen Studien setzt, oder dass die Gesellschaft, die hier ja auch weiß, dass es eine Lücke im Gesetz gibt, die es ermöglicht, dass diese Soja gefüttert wird, und dass man Mais, Fleisch, also dass man Fleisch, Eier und Milch nicht kennzeichnen muss, wenn man diese Soja gefüttert hat, ist dann eine nächste Frage. Denn man weiß ja auch dann nicht genau, mit welchen Produkten wir hier zu tun haben. Das ist so ein Teil davon, ich könnte aber wieder zurück auf die andere Frage kommen, nämlich, was heißt es dann nach 10 Jahren diese Soja zu produzieren? Obwohl die Wissenschaftler, die sich mit diesen Bereichen beschäftigen, die sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist wieder dieses isolierte Denken. Ich habe es gelernt, in Deutschland sagt man, das sei ein Fachidiot. Also man sollte nicht fachidiotisch promovieren an der Universität Osnabrück, habe ich mal gehört. Das heißt, man sollte doch die Zusammenhänge verstehen, die zwischen verschiedenen Fächern immer wieder angeboten werden. Das heißt zum Beispiel, dass ein Wissenschaftler, der als Entomologe oder als Phytopathologe, das war ich auch schon mal früher, also in der ersten Stufe, der sagte, ich beschäftige mich jetzt mit den Auswirkungen von Glyphosat auf Unkraut. Ich habe mit der Frage, was heißt das Rückstände von Glyphosat und Glyphosat, wenn Kühen oder Schweine oder Hühner diese Soja essen, nichts zu tun. Obwohl es nur durch diese Art von Wissenschaft dazu gekommen ist, dass man diese Soja auf dem Markt hat, kann der Wissenschaftler immer noch sagen, das ist nicht mein Bereich. Okay? So schwierig ist es dann auch, wenn man in der Biosicherheitskommission drin ist. Ich bin einer dieser Wissenschaftler Brasiliens, die in einer Kommission drin ist, die für die Zulassung dieser Pflanzen zuständig ist. Da
Also wir haben die Macht, ich sage fast illegal das Ganze, weil wir haben mehr Macht als die Regierung zu dem Thema. Die Regierung hat es an diese Wissenschaftskommission verschoben. Die braucht nicht selbst entscheiden. Sie sagt, die Kommission hat entschieden und die glaubt, das sei auf wissenschaftlicher Basis. Diese Art wissenschaftlicher Basis sagt zum Beispiel, wir würden uns gar nicht mit Glyphosat beschäftigen. Wir haben nur mit der Veränderung der Soja zu tun. Wenn diese Soja, die gentechnisch verändert ist, abgesehen vom Pestizideinsatz, wissenschaftlich gesehen keinen großen Unterschied hat zu der anderen Soja, die sogenannte herkömmliche Soja, dann kommen wir auf eine Idee der substanziellen Äquivalenz, die auch etwas kurios ist. Denn um Lizenzgebühren abkassieren zu können oder verlangen zu können, muss man ja beweisen, dass es sich um eine Innovation handelt. Also ganz anderes als das, was es bisher gegeben hat. Und mit einer industriellen Nutzung. Das ist, was man vor Gericht vorstellen muss, also zu beweisen, dass man in der Lage ist, also das Recht hat, Lizenzgebühren zu kassieren. Bei der Wissenschaftskommission wird aber festgestellt, die Soja sei substanziell äquivalent mit der anderen. Also der einzige Unterschied sei es, man könnte auch sie Glyphosat spritzen. Naja, dann diskutieren wir das Thema mal ein bisschen weiter und wir wissen schon, und deswegen sagte ich, das ist etwas veraltet, so vorzugehen. Wenn wir nur noch Glyphosat spritzen, dann werden wir bestimmte Unkräuter haben, die resistent werden gegen Glyphosat. Und das ist der Fall. Seit mehreren Jahren, in den ersten Jahren hat dieses Glyphosat gut gewirkt. Bei den nächsten Jahren haben wir eine Reihe von Unkräutern, die resistent geworden sind gegen dieses Spritzmittel. Was ist dann die Lösung? Anderen Spritzmitteln zu verwenden. Alle vorhandenen Spritzmittel wirken nicht mehr wegen demselben Problem in der Vergangenheit. So haben wir wieder die Chance, ich sage in Anführungszeichen, auf den Markt zu bringen, die Sorten, die verboten sind. Das heißt bei uns zum Beispiel die Chlorophenoxy-Essigsäure. Was ist das für ein Mittel? 2,4-D, ein Zusatzstoff von Agent Orange. Ist zwar verboten in vielen Ländern, in anderen Kommunen in Brasilien, weil festgestellt wurde, dass diese Pestizide viele Pflanzen zerstören, besonders Früchte. Ja, das habe ich heute gelernt, ist flüchtig, sodass es sehr weit geht und besonders Weinreben zerstört, sodass man mit der Zerstörung der biologischen Vielfalt zu tun hat, was den Bauern es wieder schwieriger macht, eine diversifizierte Landwirtschaft zu haben in Regionen, in denen diese Monokultur stattfindet. Also so haben wir durch die Konsequenzen oder durch die Probleme, die aufgrund der Einführung der gentechnisch veränderten Soja zustande kommen, nämlich neue Unkräuter, die Möglichkeit oder das Problem, dass wir jetzt mit einem stärkeren Agrargift zu tun haben. Und diese Sorte steht vor der Zulassung. Es sollte jetzt im Dezember, also diese Woche, entschieden werden. Das Treffen der Biosicherheitskommission ist am 5. und 6. Es kann sein, dass wir am Samstag schon die Nachrichten in den Medien haben. Brasilien hat die erste Orange-Mais-Sorte auf dem Markt. So werden das Bild in Brasilien bezeichnet, diese 2,4-D-resistente. So, es handelt sich eigentlich um eine Kombination an Resistenz. Sie ist zunächst resistent gegen Glyphosat, resistent gegen Glufosinat, das ist von Bayer, ein bestimmtes Totalherbizid, und diese 2,4-D-Geschichte, diese Dichlorphenoxy-Essigsäure. Nochmal. Dichlorphenoxy-Essigsäure, 2,4-D genannt als Entlaubungsmittel. Was heißt das? Je mehr wir im Bereich der Gentechnik
Zeit haben oder Erfahrung haben, umso mehr sind technische Probleme zu bezeichnen, die es vorher gar nicht gab. Und die Lösungen basieren wieder auf einer Kombination von gentechnisch veränderten Varianten, um Lösungen zu ermöglichen, die wiederum neuen Problemen erzeugen. Man könnte auch sagen, es gibt mehr technische Probleme als bevor und wir verursachen auch neue Probleme. Warum zunächst den orangen Mais? Weil diese 2,4-D ja auch die Soja selbst tötet. So müssten ja auf einmal alle Bauern sich umstellen und diese Sorte anbauen. Es gäbe gar keine Sorten im Lande auf einmal für die nächste Ernte. Zweitens, es würde ja zum Widerstand führen, denn die meisten Bauern würden ja aufhören müssen, Soja zu produzieren, wenn sie nicht diese Sorte anbauen. Bei Mais geht es. Die Sorte von Soja ist aber auch bereit. Also beide Sorten sind bereit für die Zulassung. Es wird aber wahrscheinlich zunächst mit dem Mais kommen. Also ein herbizidresistenter Mais. Auf dritter Stufe sozusagen. Einmal was gegen Glyphosat, zweimal gegen Glufosinat und dreimal, dritten Mal gegen diesen 2,4-D. Wir haben aber auch noch mit einer anderen Art von Gentechnik zu tun gehabt in den letzten Jahren, das ist die sogenannte Insektenresistenz. Insektenresistente Pflanzen wurden erreicht, indem man ein Genkonstrukt aus einer Bakterie, nämlich Bacillus thuringiensis, in die Pflanze eingebaut hat, wodurch ein Toxin produziert wird, das gegen bestimmte Lepidoptera, Raupen, wird. In Deutschland sagt man, es war für den Maiszünsler gedacht. Auch in Regionen, in denen es noch kein Maiszünsler gab, sagt man, man müsste präventiv vorgehen. Fast so wie wenn man jeden Tag ein Antibiotika nimmt, damit man in der Zukunft geschützt ist, wenn vielleicht es zum Beifall oder zum Schädlingsbefall kommt. Bei uns gibt es nicht den Maiszünsler, sondern es gibt eher anderen Raupen wie Baumwollkapselbohrer, das ist Helicoverpa zea, für die Spezialisten, die da nachschauen können. Helicoverpa zea war berühmt als Schädling und deshalb sollte man BT-Mais anbauen. Und die sogenannte Heerwurm hatte ich gesehen. In der Literatur heißt es so auf Deutsch Spodoptera frugiperda. Nach mehreren Jahren Anbau dieses BT-Maises, und die Meldung ist eigentlich vom März dieses Jahres, haben wir festgestellt, dass ein neuer Schädling, der eigentlich durch dieses Toxin bekämpft werden sollte, sogenannte Helicoverpa armigera, Baumwollkapseleule heißt sie. Und dieses Bild zeige ich dann, weil das ist etwas ganz Neues für die Wissenschaft auch. Die meisten Wissenschaftler sind sich da einig. Ich wollte nur jetzt auf das eine Bild hier kommen. Ich hatte ja fast versucht, diese Raupe mitzubringen, damit man sie zeigen konnte, aber ich werde es gleich erklären, warum ich das nicht getan habe. Diese Raupe hier kommt jetzt, ist die berühmte Baumwollkapselbeule. Doch nicht? Doch, nein. Also ich habe sie nicht mitgebracht, weil die Erklärung, die wechselt auch die Farbe. Die Erklärung, weswegen Brasilien in einer Notsituation ist, wurde als Notsituation erklärt, weil nur im Bundesland Bahia gab es bei der letzten Maisernte und Sojaernte 2 Milliarden Reais, etwa 800 Millionen Euro, an Verlust. Weil diese Raupe nicht nur Mais frisst, sondern auch Soja und fast alles, was grün wächst. Hier ist sie bei einer sogenannten BT-Pflanze zufrieden. Sie knabbert da herum und
Die Irrtum der Wissenschaftler ist dann, es nicht verstehen zu wollen, was wir schon in der Geschichte der Wissenschaft wissen, nämlich, dass diese Raupe es geschafft hat, eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln gegen dieses Toxin, das die ganze Zeit angeboten wird und in riesigen Mengen, die wir gar nicht wissen, wie viel es ist. Dieses Toxin, das schon in anderen Versuche, wir wissen das schon aus der ökologischen Landwirtschaft, für bestimmte Resistenzen zu bezeichnen war, hat es jetzt geschafft, total resistent gegen BT-Toxine zu sein. Ich muss das hier immer wieder betonen, weil ich mehrmals auf Podiumsdiskussionen war und Politiker und Wissenschaftler in Deutschland darauf bestanden, sowas würde es nie geben. Aus welchen Gründen sowas nie geben würde, auf welche wissenschaftliche Basis das basiert, ist ähnlich wie das, was ich von Glyphosat-Resistenz vorher berichtet habe. Das war bei uns auch immer die Rede. Glyphosat sei ein Totalherbizid, also kein selektives Herbizid, und von daher hätten wir nicht diese Wahrscheinlichkeit zur Resistenz gehabt. Hier, ganz wichtig, drei Erklärungen. Die erste kommt von meinen Kollegen aus der Biosicherheitskommission. Das sind ja die Spezialisten. Die kommen auf eine Verschwörungstheorie. Und das ist der Grund, weswegen ich diese Raupe nicht mitnehmen konnte. Auch tot. In einem kleinen Musterglas oder so. Es sei Syngenta daran schuld, sagen manche. Was? Syngenta sei daran schuld. Ist ein Konkurrent von Monsanto, aber noch wichtiger, es gibt nur einen Stoff, um diese Raupe zu bekämpfen, nämlich Emamectin-Benzoat. Und wer das produziert? Syngenta. Also auf die Idee zu kommen, hier sei Biopiraterie am Laufen. Das heißt dann, wenn ich mit solchen Raupen herumlaufe, dann bin ich vor dem Verdacht, Biopiraterie in der Welt hier zu produzieren. Wichtig hier vielleicht auch zu sagen, Emamectin-Benzoat ist verboten in Brasilien. Es ist ein Nervengift. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland jetzt noch zugelassen ist, aber in der Schweiz ist es zugelassen unter der Marke oder unter dem Namen Affirm oder Revive. Es wird meistens bei Obst angewandt. Dieses Wirkstoff Emamectin-Benzoat hatten wir in Brasilien noch nicht als Gift, weil das brasilianische Gesundheitsministerium und die Behörden sagen, weil es ein Nervengift sei, hätte es sehr schlimme Folgen, Auswirkungen auf menschliche Organe, also menschliche Nervensysteme. In dieser Notsituation wurde es zugelassen für den Import, aber der Einsatz ist nicht von irgendeiner Behörde übernommen worden. Also es bleibt beim Bauer, wenn er es einsetzt, was die Verantwortung betrifft. Das Bundesministerium für Landwirtschaft übernimmt nicht die Verantwortung für den Einsatz, sondern nur für den Import. Die zweite Theorie stammt vom brasilianischen Ministerium für Landwirtschaft. Das ist das sogenannte Ministerium für die Großbauern, das wir hier vorgestellt haben. Nicht das Bundesministerium für Agrarentwicklung, das ist was anderes. Das Bundesministerium für Landwirtschaft sagt oder berichtet oder vermutet, dass Spodoptera frugiperda, der so genannte oder im Deutsch bekannte Heerwurm, ein Fressfeind von der Baumwollkapselhäute sei, also eigentlich ein Nützling, der hier wirken könnte, geht aber nicht mehr, weil wir haben ja durch BT-Toxinen vernichtet und wir dachten, wir würden ihn ausrotten und das sei die beste Lösung für ihn. Jetzt haben wir das Problem, das hier durch entsteht, das wir vielleicht gar nicht hätten, wenn wir nicht so isoliert denken würden in der Wissenschaft, dass das alles nicht zusammengehört. Vielleicht noch wichtiger, was sagt ein Wissenschaftler, der sich in dem Bereich hier beschäftigt, seit Jahren, was würde passieren, wenn ein Mensch jetzt diesen Mais essen würde? Dann sagt er genauso wie vorher, der Entomologe,
würde sagen, ich beschäftige mich mit Raupen, nicht mit Schweinen oder mit Ratten oder mit Menschen oder mit Kühen oder mit Hühnern. Also ich kann da nicht sagen, was passieren würde, wenn Hühner auf die Idee kommen würden, Mais zu essen. Oder Schweine oder Kühe. Ich weiß nur, was passiert, wenn eine Raupe hier dran knabbert und was man da tun kann, um diese Raupen zu vernichten. Das sei sein Spezialgebiet. Fast so wie, wenn man glauben würde, man würde ja nur Mais anbauen für die Raupen. Oder? Also das gesamte Bild, warum man überhaupt Mais produziert oder überhaupt Soja produziert, wird hier gar nicht als Frage gestellt. Und in der Biosicherheitskommission ist es ganz wichtig, weil wir haben ja immer wieder gesagt, es gäbe keine Langzeitstudien, was das heißt, Mais oder andere Pflanzen, die BT-resistent sind. Es gibt inzwischen auch eine Sojasorte, die BT-resistent ist, die sogenannte Intacta-Sorte von Monsanto. Und Seralini hat dann die erste, aus Frankreich hat dann die erste Studie, die man als Langzeitstudie hier bezeichnen kann, im Jahr 2012 bekannt gegeben und mit der Meldung, es könnte zu Entwicklung von Tumoren führen. Was war die Reaktion der Biosicherheitskommission in Brasilien? Dieselbe der meisten sogenannten Kommissionen, die es auch in anderen Ländern gibt, vielleicht hier die EFSA zu vergleichen, die sagten sofort, diese Studie sei nicht wissenschaftlich. Einer der ersten Argumente ist ganz kurios. Man sagt, man hätte hier nicht die richtige Rasse dran ausgesucht. Diese Rasse sei ja schon bekannt für die Entwicklung von Tumoren. Andersrum weiß man, dass man genau deshalb diese Rasse nimmt, damit man vergleichen kann. Noch wichtiger, das ist genau die Rasse von Ratten, die Monsanto genommen hat, um diese Sorte von Mais LK603 in Brasilien zuzulassen. Also für die Zulassung war die Rasse in Ordnung. Für diese Studie vielleicht nicht. Es kommen andere Argumente dazu, die sicherlich hier auch bekannt sind. Ich werde sie jetzt nicht wiederholen, sondern nur sagen, dass im Rahmen dieser sogenannten Biosicherheitskommission in Brasilien alle Zulassungen bisher ausschließlich auf Studien basieren, die von den Konzernen selbst präsentiert werden. Alle der 40 zugelassenen Sorten in Brasilien. Das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich drin bin in dieser Kommission. Vielleicht noch schlimmer ist es, dass die meisten Wissenschaftler, die in dieser Kommission sind, schon vernetzt waren oder verbunden waren mit Konzernen, sei es durch Stipendien, sei es durch Preise, sei es durch Finanzierung von Labors, sei es sogar durch Gutachten, die sie im Auftrag von diesen Konzernen früher erstellt hatten. Besonders bemerkenswert ist, dass der Präsident der brasilianischen Biosicherheitskommission das Gutachten erstellt hat 2006, als er noch gar nicht in der Kommission sei, war im Auftrag von Monsanto. Und die Gesellschaft glaubt, das sei alles nur wissenschaftlich, was da entschieden wird. So wissenschaftlich, dass die berühmte brasilianische Biosicherheitskommission, die so mächtig ist wie in wenigen Ländern der Welt, denn sie entscheidet alleine über die Zulassung, festgestellt hat, dass man hier gar keine neue Studien braucht. Das setzt ja voraus, dass auch diese Fragen, die von Ihnen selbst gestellt wurden, also die Rasse oder die Menge von Ratten, die Aufteilung in Gruppen, oder die Statistik, auch wenn das alles stimmen würde, was da an der Studie von Seralini kritisiert würde, wird
Das müsste ja dann wiederholt werden. Keiner dieser Wissenschaftler erklärt sich bereit, solche Studien zu wiederholen, denn sie kommen zur Schlussfolgerung, es würde reichen, dass 6-wöchigen Fütterungsversuche, die damals von Monsanto präsentiert wurden, ausreichen würde, um zu sagen, dass dieser Mais genauso gesund sei wie andere Maissorten, die auf dem Markt sind. Das ist für uns eine der großen neuen Entwicklungen und vielleicht ist das Bild hier noch entscheidender für die meisten Bauern. Das war das, was ich vorher erzählt habe mit den herbizidresistenten Sorten. Oder vielleicht auch das Bild hier. Das sind Unkräuter, die zunehmen bei der gentechnikresistenten Sorte. Oder vielleicht auch dieses Bild hier, was zeigt, dass der zunehmende oder übermäßige Einsatz von Glyphosat die Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Leguminose oder Hülsenfrüchte Soja zerstören, sodass sie gar nicht mehr in der Lage ist, Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Kostenlos für den Bauer nach 40 Jahren Forschungsarbeit Brasiliens mit öffentlicher Gelder. Wenn man mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar auf Soja spritzt, dann beeinträchtigt man diese Knöllchenbakterien, diese Rhizobien an den Wurzeln. Das ist einer der wichtigsten Gründe, um zu sagen, warum diese Soja weniger Ertrag hat als herkömmliche Soja. Das ist aber auch ein wichtiger Grund, um zu sagen, es gibt viele Bauern, die das jetzt sehen. Also man braucht jetzt nicht mehr Berichte hier von Ländern haben, die schon, wie zum Beispiel in den USA es vorher erkannt hatten. Es gibt jetzt schon die Erfahrung vor Ort. Und diese Erfahrung zeigt, gentechnisch veränderte Pflanzen sind mit einem geringeren Ertrag verbunden, mit höheren Betriebskosten, mit mehr Pestizideinsatz, sogar mit Pestizideinsatz, den man gar nicht mehr so zugelassen hat. Also auf dem Markt bestehen gebliebenen Agrargifte können hier wieder zum Einsatz kommen, besonders auch als Schmuggel aus dem Nachbargebiet Paraguay. Und nochmal wichtig, diese Beeinträchtigung der Knöllchenbakterien, wodurch weniger Stickstoff aus der Luft fixiert wird, hat auch einen Einfluss auf die Eiweißbildung. Das heißt, wir haben hier weniger Eiweiß bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Also Produkte, die schlechter sind. Trotzdem hat man immer wiederum dieselbe Schlussfolgerung. Wissenschaftler wollen diese Erfahrung nicht akzeptieren. Sie bleiben bei ihren Hypothesen, auch wenn die Erfahrung der Bauern und anderen Wissenschaftler, die unabhängig forschen, zu diesen Ergebnissen kommen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was führt zu dieser Arroganz oder dieser Ignoranz? Das ist vielleicht das, was ich in meinen ersten Studienzeiten in der Landwirtschaft mal feststellte, man sollte ja fast alles über fast nichts studieren. Diese Art und Weise, fast alles über fast nichts zu studieren, heißt zunächst, dass ich fast ein Alleswisser über dieses Gebiet bin und ich bin dann so arrogant und glaube, ich weiß fast alles über dieses fast nichts. Gleichzeitig bin ich aber dann ignorant über fast alles, was es außerhalb dieses Themas gibt. Also alles andere ignoriere ich und ich komme sogar auf die Idee, als Molekularbiologe zu sagen, was ist die Ursache des Hungers auf der Welt. Und das sei da eine wissenschaftliche Meinung. Also man hat dann zu vielen anderen Wissensbereichen viel weniger Erfahrung, aber nicht nur Erfahrung, trotzdem hält man an diesem Prinzip fest, was man als Wissenschaftler isoliert betrachtet. Das war ja der Grund, weswegen ich damals versuchte, fast nichts über fast alles zu studieren. Das heißt ja Philosophie. Also man hat das Bild irgendwie umdrehen können und versucht zu fragen. Hier wird wenig gefragt, hier wird es gar nicht erwünscht.
Hier wird wenig diskutiert, es wird auf fast nichts kritisch betrachtet. Man will keine Falsifizierung im Kontext der Gentechnik. Man könnte fast sagen, es ist so unwissenschaftlich, dass man auf die Idee kommt zu sagen, es sei sicher. Denn sicher ist das Wort, das für mich das Symbol ist von Unwissenschaftlichkeit. Denn wenn man sich sicher ist, braucht man keine Wissenschaft. Ja? Ja? Ich möchte gerne wissen, diese Bauern, die jetzt 37 Millionen Hektar anbauen, diese Erfahrung machen, versuchen die jetzt nicht wieder umzustellen? Ja, das wäre meine nächste Aussage. Die Erfahrung der Bauern sagt es deutlich, es lohnt sich nicht. Es sind nicht 37 Millionen, sondern es werden 24 Millionen Hektar an Soja angebaut. Und der größte Teil im Süden ist verseucht durch die eingeschmuggelten Sorten aus Argentinien. So haben wir 90-95% Gensoja im Süden Brasiliens zu tun und ungefähr 80% Genmais im Süden Brasiliens. Insgesamt hat Brasilien aber noch ganz viel gentechnisch freies Soja. Im Bundesland Mato Grosso, das ist der größte Produzent von Soja in Brasilien, da gibt es noch 23% gentechnisch freies Soja. Insgesamt hat Brasilien 81 Millionen Tonnen, wovon 16 Millionen Tonnen gentechnisch frei. Diese Bauern, diese Menge an gentechnisch freies Soja derzeit produzieren, sind Großgrundbesitzer aus dem Bundesland Mato Grosso, teilweise aus dem Bundesland Paraná, ganz wenig aus Rio Grande do Sul und Santa Catarina und anderen Gebieten, die seit wenigen Jahren Soja anbauen, wie zum Beispiel Bahia, sogar in Nordosten, im Naturschutzgebiet, auch diese ganze Geschichte mit Urwald, die zerstört wurde im Norden. Also die Bauern in Mato Grosso, die haben mal abgewartet, was passiert in diesen 10 Jahren. Die Sorten aus Argentinien, die eingeschmuggelt wurden, die gedeihen nicht in Mato Grosso. Und die Kleinbauern haben die Risiken dieser Entwicklung getragen. Haben jetzt keine Saatgutsorten mehr, die gentechnisch frei sein würden im Süden. Und die Großbauern in Mato Grosso nutzen die Chance, gentechnisch freie Soja zu exportieren. Das ist derzeit eine sehr tolle Entwicklung für Brasilien, denn wir sind jetzt Weltmeister. Brasilien ist das erste Land der Welt, was gentechnisch freie Soja-Exporten hat. Wir sind gleichzeitig der zweite größte Sojaproduzent der Welt. Und das will Brasilien auch nochmal überholen oder nachholen. Also in den nächsten 10 Jahren sollen wir von 81 Millionen Tonnen auf 94 Millionen Tonnen kommen. Es gibt auch noch eine Anbaufläche, die vergrößert, die erweitert werden kann. Und die Großbauern aus Mato Grosso, hauptsächlich die größten Sojaproduzenten Brasiliens, haben es erkannt, gentechnisch veränderte Soja sind nicht so ertragreich, wie sie sich gewünscht hatten. Weniger Ertrag, 5-10% weniger. Zweitens, mehr Betriebskosten, sodass die Bauern, wenn sie Agrargifte, was sie ausgeben für Pestizide und für Saatgut, dann haben sie die Mehrheit der Betriebskosten. Nur von Agrargiften hat man 60% der Betriebskosten. Wenn man das zusammenzählt und sich dann nochmal klar macht, dass die gentechnisch freie Soja auf dem Markt einen besseren Preis hat, dann ist es fast so schwierig zu verstehen, warum ein Bauer es überhaupt noch tut. Fast so wie wenn man fragen würde, warum überhaupt raucht ein Arzt? Eigentlich müsste er es ja wissen. Er tut es aber trotzdem. Also auch wenn es teurer ist zu produzieren, mit weniger Ertrag, tun es immer noch viele Bauern. Vielleicht noch schlimmer, es wird ja noch als Modell für die Welt propagiert. Vielen Bauern in Europa glauben es ja noch, dass man ertragreichere Sorte entwickeln könnte durch die Gentechnik. Obwohl man am Ertrag ja nichts geändert hat mit der Herbizidresistenz. Noch wichtig, man hat
Bei den Spitzensorten Brasiliens nach der Forschungsgesellschaft oder dem Forschungsinstitut in Brapa eine Ertragssteigerung pro Jahr von 1% erreicht in den letzten Jahren. Bis es zur Zulassung kommt bei herbizidresistenten Sorten, dauert es ein paar Jahre. Also bis diese Sorten herbizidresistent gemacht werden, haben wir schon mit einem Verlust zu tun, nur aufgrund dieser Zeit, in der in wenigen Jahren die nicht, also die gentechnisch freie Sorten schon produktiver sind, bis die vorher zur Zulassung gestellten gentechnisch veränderten oder herbizid gemachten Pflanzen auf dem Markt sind. Also es ist unmöglich, dass wir denselben Ertrag hätten unter gleichen Bedingungen genießen. Welche Taktik hat man dann da, um es wiederum hinzukriegen mit der Statistik? In Brasilien sagt man immer, Statistik sei die Art, die Zahlen so darzustellen, dass sie eine Theorie bestätigen. Man kann diese Hypothese auch mit Zahlen bestätigen. Vorausgesetzt, dass man zwei verschiedene Sachen vergleicht. Nämlich gentechnisch freien Soja mit herkömmlichen Soja zu vergleichen und verschiedenen Methoden der Unkrautbekämpfung anwenden. Bei der gentechnisch veränderten Soja zum Beispiel spritzt man Glyphosat drauf und man schafft dann, erreicht es dann, das meiste Unkraut zu bekämpfen. Und bei anderen herkömmlichen Sorten spritzt man kein Glyphosat drauf, dann wird sie ja zerstören. Dann nimmt man anderen Pestiziden, die schon zu einer Resistenz geführt haben. So ist der Vergleich schon mal unterschiedlich. Also am Anfang ist eine gentechnisch veränderte Sorte bei der Unkrautbekämpfung effizienter. Man könnte es jetzt auch noch mit den anderen Sorten machen, also nochmal mit 2,4-D oder mit Glyphosinat. So schafft man es bei einer besseren Unkrautbekämpfung. Und das ist ganz wichtig für den Bauer, auch wenn er sich da mehr Kosten vorstellen kann, weil dann braucht er nicht mehr hacken. Also die Beschwerlichkeit der Arbeit spielt da eine entscheidende Rolle zur Innovation, auch bei Kleinbau. Und dann auf der anderen Seite erreicht man das schöne Bild. Bei Unkrautbekämpfung wünscht man sich höhere Erträge. Aber man nimmt verschiedene Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung beim Vergleich. Also wir haben es auch versucht, als kritischen Wissenschaftler diese Sorten zu untersuchen. Das heißt, wir verwenden dieselbe Methode. Wir hacken oder roppen das Unkraut raus bei beiden Versuchen und stellen fest, dass die gentechnisch veränderten Sorten nicht so ertragreich sind wie die anderen. Aber bei gleichen Bedingungen wirklich. Und das macht man bei vielen Wissenschaftlern nicht. Man stellt sich ein Szenario vor, in dem schon ein Maiszünsler da ist und versucht ihn zu vergleichen mit dem, wo er tatsächlich ist. Dann kann man sich es vorstellen, dass da, wo ein Maiszünsler da ist, bevor es zur Resistenzbildung kommt, eine bessere Insektenbekämpfung zu sehen ist. Und das führt dann zu höheren Erträgen. Das kann man aber dann nicht mit den Bauern vergleichen, die noch gar nicht mit einem Maiszünsler zu tun hatten. Die werden beim Ertrag keinen Unterschied feststellen. Oder vielleicht feststellen, dass die gentechnisch veränderten Sorten geringere Erträge haben. Und das ist vielleicht die Tendenz der Zeit. Wir haben in Brasilien die Chance, gleichzeitig gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Markt zu bringen. Die sind meistens im Süden, also in der größten Zahl im Süden, sage ich jetzt nicht, die größte Teil nicht. Also im Süden gibt es fast keine gentechnisch freien Sorten. Und im Norden, im Nordosten, im Zentrum Brasiliens hat man ein Potenzial, gentechnisch frei zu produzieren. Das ist schon mal eine Tendenz. Die brasilianischen Behörden haben auch immer wieder gesagt, man könnte es beides. Diese Koexistenz, die vorher nicht möglich war auf Regionsebene, ist jetzt auf Landesebene möglich. Und viele glauben ja immer noch, sie würden vielleicht die Bauern da unterstützen, wenn man gentechnisch frei einkauft. Ich glaube, dass es da auch immer noch eine sehr wichtige Rolle ist, aber bei der Sojaproduktion ist die Tendenz eher, die Kleinbauern müssen überhaupt damit aufhören, mit Monokulturen
genauso mit Soja. Ja? Sind denn nicht die Gentechnik veränderten Sorten eher resistent gegen Kälte und so weiter? Nein. Die vorhandenen Sorten, die wir bisher auf dem Markt haben, sind 5 Sojasorten, herbizidresistente Soja, und jetzt kommt Intacta, sogar die zweite Generation, die ist resistent gegen Insekten, gegen Raupen. Also eine Kombination zwischen herbizidresistenten und insektenresistenten Sorten. Und die nächste Generation, die kommt, die soll auch noch alle diese Herbizidresistenzen kombinieren, sodass sie resistent ist gegen Glyphosat, gegen Glufosinat und gegen 2,4-D und nochmal gegen bestimmten Raupen, also gegen die Baumwollkapseleule. Hat das keinen großen Sinn, aber die anderen Lepidoptera würden ja dadurch zerstört, so die Hoffnung. Das sind die zwei Sorten, die bei Soja, also 5 Sorten, also die zwei Eigenschaften, die man bei 5 Sorten von Soja hat und bei 18 Sorten von Mais, die zugelassen sind. Und auch bei 11 Sorten von Baumwolle. Dann haben wir noch eine Schwarzbohnensorte, ganz wichtig für Brasilien, weil das ist die Grundlage der brasilianischen Ernährung sozusagen, Reis, Schwarzbohnen. Und Maniok, das kommt fast jeden Tag auf den Tisch. Diese Schwarzbohne ist resistent gegen ein bestimmter Virus. Dieses sogenannte Mosaikvirus. Aber es ist immer noch nicht zum Anbau gekommen. Denn zum ersten Mal haben wir richtig damit zu tun, mit Pflanzen zu arbeiten, die auch selbst in Brasilien gegessen werden. Bei Mais ist immer noch die Frage, ob so viel konsumiert wird. Das ist aber schon im Einsatz. Bei Soja ja auch, bei Lignin. Bei Öl, bei vielen. Ne? Aber bei Soja ist schon ein Widerstand zu sehen. Dann haben wir noch 2 Rebe, also 2 Weinhefe, 3 Impfstoffe und ein Moskito, der sterilisierende Moskito, um Dengue-Fieber zu bekämpfen. Das sind die Sorten, die auf dem Markt sind. Gewünscht wird sich natürlich eine nächste Generation von Pflanzen, die resistent sei gegen Kälte, resistent sei gegen Dürren, Trockenheitssituationen oder bessere Nährstoffe hat als die vorherigen oder mehr Nährstoffe, mehr Eiweiß zum Beispiel. Oder alles das, was sich gewünscht wurde, haben wir nicht. Ich sage auch noch nicht mal noch nicht, weil dieses noch nicht würde ja voraussetzen, es kommt vielleicht. Also die nächste Generation von gentechnisch-differenten Sorten ist nichts anderes als eine Kombination von bestimmten Techniken. Und das ist, was wir gelernt haben. Wir müssten vielleicht aus diesen Erfahrungen Wissen anders gestalten. Und wie kommt man dazu? Wenn die erste Frage schon mal ist, die meisten Forschungsinstitute der Welt, die meisten Wissenschaftler der Welt, sogar die meisten Berater von Politikern, wenn die Politiker nicht selber, sind ja eigentlich in einem Konzept von Wissenschaft, das auf diese isolierte Betrachtungsweise basiert, in der diese Technik auch entstanden ist. Man könnte fast sagen, die Gentechnik ist nichts anderes als eine Vertiefung der sogenannten Industrialisierung der Landwirtschaft, die auf Agrargiften basiert. Und nicht der Ausweg. Man hat sich aber immer wieder gewünscht, Agrarkonzerne würden ja Geld in Forschung stecken, damit sie weniger Pestizide verkaufen. Also das ist auch so etwas Widersprüchliches. Wenn ein Chef eines Konzerns in die Presse geht und sagt, wir haben es geschafft, durch die Gentechnik eine Art der Landwirtschaft jetzt zu finden, die darauf basiert, auf Agrargifte verzichten zu können. Und trotzdem wird die Produktion von Agrargifte erweitert. So, da stimmt es nicht mehr mit der Wissenschaft. Man könnte hier von Ideologie sprechen. Also wenn Wissen dafür gebraucht wird, um Interessen zu legitimieren. Ich will jetzt nicht Verschwörungstheorien hier bestätigen, sondern im Gegenteil. Anstatt zu sagen, die wussten das schon alles vorher, würde ich sagen, man weiß viel zu wenig hier. Man weiß fast nichts in dem Bereich. Man stelle sich mal vor, wir wissen etwas als Wissenschaftler über 20 Genen der Sojapflanzen. Und man stellt sich so hin, als ob man alles wüsste. Die Sojapflanze hat über 200.000 Gene. So viel wissen wir in dem Bereich.
Und dann stellen wir uns immer noch vor, dass diese 20 isoliert funktionieren würden. Unabhängig von den anderen 190.000 und wie viele sind es, die alle zusammenhängen. Und alles, was wir nicht verstehen in dem Bereich, sagen wir, das sei so etwas wie Mühe. Der sogenannte Genmühe. Also ist sehr viel Unwissenheit drin. So unwissenschaftlich oder so viel Unwissenheit, dass wir nicht mehr wissen, wie wir herauskommen. Und so heißt für uns an der neu gegründeten Universität Brasiliens Fronteira Sul, an der Grenze zu Argentinien, also Fronteira heißt ja auch Grenze, in diesen drei Bundesländern Südbrasiliens, das ist die erste Universität Brasiliens, die in drei Bundesländern ist. Das Gebiet ist so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Man müsste sich mal vorstellen, wir haben einen Campus in Berlin, einen in Hamburg, einen in München. Und da ist die Region, wo die meisten Kleinbauern auch noch sind, diese drei Bundesländer im Süden, das sind ca. 400 Gemeinden. Da geht es darum, jetzt eine Art Agrarwissenschaft, nicht nur Agrarwissenschaften, auch Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften, das Gesundheitswesen so zu gestalten, dass wir zunächst nicht nur Wissenschaft im Sinne der traditionellen Wissenschaft entwickeln, sondern wir sind in einer Region, in der sehr viel Erfahrung da ist, mit der wir umgehen müssen. Die Erfahrung der Indianervölker in der Vergangenheit, die Erfahrung der Kleinbauern da, die es noch gibt, die Erfahrung der vielen Forschungseinrichtungen, die in den letzten Jahren unterstützt wurden durch Europa, aber auf Nichtregierungsorganisationsbasis, wie zum Beispiel Accessoire, Messer, Kappa. Also ich könnte hier eine Reihe von Einrichtungen nennen, die Wissen produzieren, aber nicht als wissenschaftlich anerkannt wurden. Also mit diesem Wissen umzugehen, und das nochmal in einem Konzept einzubringen, das wir als Agrarökologie bezeichnen. Also die sogenannte Agrarökologie wird bei uns als das Fortschrittlichste überhaupt in den Agrarwissenschaften bezeichnet. Wir hatten jetzt vor einer Woche das große Kongress der Agrarökologie im Süden Brasiliens in Porto Alegre. Ich glaube, das war das gentechnisch kritischste Treffen der Agrarökologie überhaupt, weil diese Zunahme an Pestizideinsatz, diese Zunahme an Produktionskosten, ja, und auch noch gleichzeitig den Ausschluss von Kleinbauern ist ja eine soziale Frage, nicht nur eine Umweltfrage, dass man da zum Schluss kommt und sagt, es geht nur, wenn wir anders die Wissensbildung gestalten und die Bauern vor Ort in das Wissenskonzept integrieren. Immer wenn ich das sage, dann fragen Sie mich in Brasilien, wollen Sie dann, Herr Professor, dass jeder Bauer ein Wissenschaftler wird? Und dann sage ich mir immer, das wünsche ich mir schon, dass Sie zur Uni kommen, dass Ihre Bauer, dass Ihre Söhne und Töchter zur Uni kommen, dass diese Uni für Sie da ist, um Lösungen zu entwickeln, die man vor Ort regional gestalten kann. Und das ist es auch, was die Regierung derzeit sagt. Denn nur um das Programm Null Hunger zu gewährleisten, dass 23 Millionen Menschen, die vorher hungernden Menschen waren, mit Lebensmitteln versorgt, bräuchten wir nach Angaben der Regierung 200.000 Agrarökologen. Ja, wir haben nicht so viel im Land. Vielleicht noch schwieriger. Die meisten Forschungsinstituten haben nicht dafür gesorgt, dass wir Wissenschaftler haben, die uns dabei helfen könnten, diese unabhängige Forschung, die wir uns wünschen, bei einer ganzen Universität ist vielleicht auch in Europa gar nicht zu finden. Denn ich weiß nicht, ob das, was 2006 mir immer erzählt wurde in Deutschland, jetzt schon die Situation heute ist, denn es wurde mal gewünscht, dass man an jeder deutschen Universität wenigstens ein Institut hätte, das unabhängig forscht. Ich weiß nicht, ob das Realität wurde, es war aber mal ein Wunsch. Unser Wunsch ist Realität. 100% unserer Wissenschaftler werden von Geldern der Regierung
als staatliche Finanzierung von Forschung investiert. Das ist zunächst ein Merkmal, das vielleicht uns von allen anderen Unis in Brasilien unterscheidet, was auch dann Leonardo Boff im Februar sagte, das gibt es nur bei uns. Woher holen wir jetzt aber diese lehrenden Dozenten und Professoren? Naja, die sind auch nicht alle so ausgebildet worden, sondern sie versuchen im Rahmen dieser Agrarökologie, die auch noch aufgebaut werden muss als Wissenschaft, weil es ist ja aus der Bewegung des Widerstandes gegen die Folgen der sogenannten Industrialisierung der Landwirtschaft entstanden und später erst von den Akademikern als Wissenschaft aufgegriffen. Dass man das dann auch bei den Professoren so hat, hängt von einer anderen Struktur ab, nämlich der Teilnahme der Via Campesina und den meisten Bauernbewegungen vor Ort im Aufsichtsrat der Uni. Nicht nur das, sondern unsere Konzepte wurden aufgebaut im Jahr 2010 mit der Beteiligung von 6000 Menschen in öffentlichen Versammlungen, in denen bestimmt wurde, was überhaupt unsere Forschungsrichtungen sind. Warum Agrarökologie, warum Genossenschaftswesen, warum erneuerbare Energien, warum Ernährungswissenschaften mit Gesundheit verbunden, warum setzt man Wert auf die Ausbildung von Lehrern für die ländliche Bevölkerung. Also diese ganzen Voraussetzungen haben wir auch nur so dort geschafft, weil das die erste brasilianische Universität ist, die aus dem Kampf um eine Universität oder aus der Förderung, die an Lula gestellt wurde im Jahre 2005, dass wir 2009 zur Gründung dieser Universität gekommen sind und in diesem Kontext Brasiliens, in dem man auch Investitionen in Bildung hat, die wiederum nur erreicht werden in diesem Kontext, den wir derzeit haben, zum Beispiel, dass man jetzt entschieden hat, dass 75% der Lizenzgebühren, die man durch die neue Ölreserve, die man entdeckt hat, diese sogenannte Pressal, in Bildung investiert wird. Und dass dann nochmal im Bildungsbereich in Hochschulausbildung investiert wird. Denn wir haben in Lateinamerika eine der niedrigsten Zahlen von Teilnahme der Jugendlichen von 18 bis 24 Jahren. 18% haben Zugang zur Universität. Und die meisten, die Zugang haben zu staatlichen Universitäten, sind dann auch nochmal Studierende, die in Privatschulen sich vorbereiten konnten, die dann teuer sind, damit sie aufgenommen wurden und mit den anderen so konkurrierten, dass die meisten der Ärmsten nicht an Unis kommen. Auf dem Land schon mal gar nicht. Wir haben es bei uns umgedreht, sodass 90% unserer Studienplätze an Studenten vergeben werden, die an öffentlichen Einrichtungen studiert haben. Für die gibt es dann nochmal Stipendien, also 60% unserer Studierenden haben Stipendien. Ich könnte hier noch eine Reihe neuer Entwicklungen hier erzählen, aber vielleicht ist es nochmal wichtig, auf den Begriff Agrarökologie zu kommen. Agrarökologie heißt für uns in Brasilien nicht nur eine Art von Wissenschaft, denn das ist vielleicht ganz wichtig in der akademischen Diskussion, es ist aber auch gleichzeitig eine Form von Leben und eine Form des Lebensseins, oder was man in Deutschland vielleicht auch mit dem Begriff bäuerliche Landwirtschaft verbinden kann, also in der Tradition, in der man voraussetzt, dass jeder Bauer ein Umweltschützer ist und mit den Umweltressourcen so umgeht, dass er es ermöglicht, dass der Sohn, ein Enkel, die nächste Generation bessere Bedingungen haben, eine bessere Lebensqualität haben als die heutige. Vielleicht stehen wir hier am Strich oder an der Grenze. Wir erleben eine zunehmende Lebensqualität, aber wir wissen ja nicht, wie die nächste Generation diese Bedingungen noch hat. Das ist im Begriff der sogenannten Familienlandwirtschaft fast selbstverständlich. Also Familienlandwirtschaft, was auch jetzt von der Weltbank oder vom FAO oder sowas propagiert wird, ein Begriff, der ganz alt ist, ich habe es am Jahr
1923 mal mit Alexander Tschajanow zum Beispiel, ein russischer Wissenschaftler, verbunden als ein Mensch, der nicht nur produziert, sondern auch selbst Konsument ist. Ein Mensch, der nicht Lohnarbeit anstellt, sondern die eigene Familie arbeitet. Gleichzeitig Besitzer, gleichzeitig Arbeiter. Das passt zu etwas Präkapitalistisches, ne? So Vorkapitalistisches. Und auch im Denken etwas vereinbart, was später vielleicht verlohnen gegangen ist. Diese Idee, dass man da weiter produzieren kann mit der Zeit. Nicht nur lebenslang, sondern für die nächsten Generationen. Also die Idee der Nachhaltigkeit eigentlich. Diese Idee der Nachhaltigkeit mit einem anderen Umgang mit den Naturressourcen heißt ja auch, nicht in Monokulturen zu produzieren. So heißt das schon vom Anfang an, dass diese Form von Technik, die man als Gentechnik bezeichnet, geeignet sei für andere Monokulturen, bei denen erwartet wird, dass jedes Jahr die Fläche nochmal erweitert werden muss und dass auch erwartet wird oder vielleicht vorausgesetzt wird, dass man als Bauer da mit den Ressourcen, die man hat, sich auf eine Produktion spezialisiert. Das hat auch mit Industrialisierung der Landwirtschaft zu tun. Und vielleicht auch so wie die Wissenschaft, man produziert es, sich nur mit einem Produkt oder mit einer Produktion so zu beschäftigen, dass man glaubt, mit dem, was man da verdient, alles andere kaufen zu können. Und so verbindet man diese Produktion gar nicht mehr mit der anderen. Also noch nicht mal tierisches mit pflanzliches und auch nicht mehr diese ganze Vielfalt, die eigentlich der Widerstand sein könnte hier. Also die einzige Chance, die ein Bauer hier hat, mit diesen Problemen zurechtzukommen, die wir jetzt im Bereich der Sojaproduktion oder der Maisproduktion kennen, wäre ja, man hätte eine Artenvielfalt vorhanden. Und genau das wird ja zerstört. Also nicht nur die Artenvielfalt an Pflanzen, sondern sogar an Sorten. Also unsere Sorten werden ja auf wenigen begrenzt. Und das Wissen, das mit dem Saatgut, also mit der Entwicklung von Sorten zusammenhängt, wird auch aufgegeben. So hört der Bauer auch auf, ein Mensch zu sein, der sich mit Wissen beschäftigt. Er setzt ja nur mehr das um, wofür er Lizenzgebühren zahlen muss, von einem Agrarkonzern oder von Wissenschaftlern. Das nennen wir in Brasilien fast Assistencia Tecnica, heißt es, wenn man Agrarberater ist. Insistencia Tecnica heißt es, wenn man die Bauern überzeugt von Produktionsmitteln, die sie gar nicht brauchen. Also wenn man es so anders darstellt, dass der Bauer nichts anderes mehr ist, als ein Abhängiger, der für dieses ganze System arbeitet und am Ende noch nicht mal zum Überleben produzieren kann. Und muss dann noch von Subventionen oder anderen Formen am Leben erhalten bleiben. Erhalten werden. Und das ist für uns auch ein Widerspruch. Also ein Mensch, der in der Landwirtschaft produziert, in Brasilien, mit dem Programm Null Hunger versorgt zu werden, ohne in der Lage zu sein, sich selbst zu ernähren, ist nach wie vor ein Widerspruch. Auch diese Wirtschaftspolitik, die auf Agrarproduktion setzt. Und diese Situation versuchen wir an unserer Universität kritisch zu betrachten und dann nochmal vernetzt mit den verschiedenen Wissenschaften, die wir haben. Also es kommen Sozialwissenschaften dazu, es kommt etwas Gesundheitswissen dazu, es kommt sehr vieles dazu, was wir in unserem Konzept als interdisziplinär bezeichnen. Also indem man fachübergreifend Wissenschaft betreibt und nicht Wissen, und das hat Paulo Freire mal formuliert, nicht zur Abhängigkeitsstrukturen führt. Also wenn ich Wissen produziere und nicht andere daran beteilige, an dem Aufbau oder bei der Konstruktion, bei der Entwicklung von Wissen, dann schaffe ich eine Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit ist nicht erwünscht, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen vor Ort auch Wissen haben und es weiterentwickeln können und wissenschaftliche Methoden wichtig sind, um mehr Wissen in Arbeit zu bringen oder man könnte sagen, dass die Produkte, die produziert werden, dass die Zeit von Nichtarbeit, die durch die Industrialisierung produziert wird, genutzt wird,
bessere Produkte mit mehr Wissen für die Gesellschaft zu produzieren, die zur Erhaltung der Landwirtschaft, zur Erhaltung der Landschaft sogar und zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen führt. Also immer wenn von Wissenstransfer gesprochen wird, dann haben wir mit Abhängigkeitsstrukturen zu tun. Genauso wie wenn ich jetzt weiter rede. Das produziert eine sogenannte Abhängigkeit, in dem auch vorausgesetzt wird, Sie würden mir das jetzt alles glauben, und ich hoffe, es ist nicht der Fall, sondern ich habe zum Nachdenken und sogar zum Umdenken hier was getan. Sonst hätte ich ja per Videokonferenz sprechen können, mit einer PowerPoint-Präsentation, und dann wird das alles etwas widersprüchlich, weil dann reist man so herum, wenn man persönlich nicht zum anderen Denken kommt oder es wenigstens versucht, bei einem Publikum zu produzieren, dass ich weiß, viel mehr vielleicht zu dem Thema weiß und jetzt es mir auch ermöglicht, etwas zu lernen. Denn ich habe immer noch die Meinung, ein Wissenschaftler, wenn er es will, der kann ja immer kostenlos lernen. Und ich hoffe, dass das auch heute der Fall ist. Deswegen stehen schon Fragen da und ich gebe das Wort weiter. Ich hoffe, Deutsch, Brasilianisch pünktlich gewesen zu sein. Ich stelle mir vor, eine Universität hier in Deutschland, die zunächst mal, indem sie 6000 Menschen befragt, ihre Schwerpunkte festlegt, was sie unter Exzellenz versteht. Das wäre doch in gewisser Weise revolutionär. Ich schlage vor, wir stellen gar nicht so wahnsinnig viele technische Fragen, die sich natürlich immer aufdrängen, wenn es um Gentechnik geht und da gibt es viele Details, sondern wir versuchen tatsächlich an dem anzuknüpfen, was Ignacio am Schluss gesagt hat. Welche Chancen sehen wir in dieser Agrarökologie, welche Aufbrüche, was können wir daraus lernen? Aber es bleibt natürlich allen überlassen, die Fragen zu stellen, die Ihnen auf der Seele brennen und Sie sind schon ganz aufgeregt, bitte. Ich möchte nur noch mehr gerne wissen von dem sehr geehrten Herrn Andrioli, wie es mit dem Ertrag aussieht bei genmanipulierten Pflanzen, also Genmais, Gensoja. Wird da mehr Ertrag erzielt als bei der normalen Soja? Wie ist denn pro Jahr? Wir können sammeln. Was gibt es noch für Fragen? Probieren Sie doch mal aufzustehen, laut zu sprechen, das geht vielleicht auch. Ich habe noch eine Frage, wie funktioniert genau dieses Abhängigkeitsverhältnis, in die sich die Bauern begeben, wenn sie Genmais anbauen? Also die Frage ist eben schon mal gestellt worden, aber ist sie nicht wirklich beantwortet worden. Und zwar geht es nochmal darum, wenn das wirklich so weniger Ertrag, mehr Nährschwierigkeiten, es gibt also große Nachteile beim Anbauen von. Es gibt also große Nachteile beim Anbauen von Gensoja. Warum gehen dann nicht mehr Landwirte wieder zurück auf den Anbau von konventionellen Saaten? Also es ist ja offensichtlich auch noch, es gibt ja auch noch Bauern, zum Beispiel in Mato Grosso, die konventionelle Saatgut benutzen. Also es gibt also das auch noch das konventionelle Saatgut, man kann die sagen, ist alles weg. Warum nicht mehr? Meine Frage geht in die selbe Richtung. Wenn die cleveren Großbauern in Mato Grosso herausgefunden haben, dass die Ertragskraft besser ist ohne Gentechnik und die nicht so cleveren oder abhängigeren Kleinbauern im Süden das noch nicht gesehen haben oder noch nicht können, warum wird sich die Wahrheit nicht, die wirtschaftliche Wahrheit nicht genauso durchsetzen, wie sich die Wahrheit bei der Klimadiskussion durchgesetzt hat, wo auch gegen erhebliche Widerstände und Nebelgranaten und Milliardenmittel dann doch die wissenschaftliche Wahrheit sich am Ende durchgesetzt hat. Warum wird das nicht auch
passieren im Falle der Gentechnik? Das war meine erste Antwortrunde dann. Also ich werde versuchen, weniger zu reden. Dann habe ich das Problem, dass vieles nicht so ausreichend beantwortet wird. Aber es geht nicht anders, wenn man sich vorstellt, dass ja viel, viel mehr Fragen gestellt werden können. Die erste Frage ist die Frage des Ertrages. Bei Gentechnik veränderten Sorten haben wir keine Pflanze auf der Welt, die unter gleichen Bedingungen gemessen ertragreicher ist als eine Hückensch. Okay? Man kann das irgendwie als Effekt produzieren, indem man es mit der Unkrautbekämpfung verbindet oder mit der Insektenresistenz, also mit der Insektenbekämpfung. Das wäre aber wiederum genau das Gegenteil von dem, was man als Argument hat, um die Sorten zuzulassen, denn dabei soll man ja genau bei jeder Sache bleiben. Und hier versucht man wieder zwei Dinge zu verbinden, die eigentlich mit dem Ertrag direkt nichts zu tun haben. Also von Sorten gesehen, unter selben Bedingungen gemessen, gibt es keine Sorte auf der Welt. Ich sage auch nicht bisher, sonst würden sie ja vielleicht kommen. Also es gibt auch kein Gen, das für den Ertrag zuständig wäre. Also es gibt ja diese Hoffnung immer noch. Man würde dadurch diese Ertragssteigerungen produzieren können. Vielleicht, es gibt immer nicht nur die Hoffnungen, sondern sogar der Druck, es würde ja gar nicht anders mehr gehen. Man müsste ja, man könnte ja nicht darauf verzichten. Und das ist ja ein Teil der Arbeit, die auch durch die Medien geleistet wird. Man muss sich mal vorstellen, es gibt in Brasilien nicht so die Möglichkeit, sich zu informieren durch Medien. Also die Medien berichten von einem anderen Standpunkt her und man kann das auch verstehen, weil die meisten Medien in Brasilien sind privat finanziert. So kommt dieser Blick erst jetzt auf, dass viele Bauern eine Erfahrung zeigen, die das widerspricht, was man immer so an Berichten gehört hat. Das hat dann auch zu einer Agrarstruktur geführt. Man kann nicht nur sagen, das sind die Medien allein. Ich habe versucht zu untersuchen im Süden Brasiliens bei meiner Doktorarbeit, warum die Bauern aufhören, Biosoja zu produzieren. Biosoja ist hier gar nicht angesprochen worden. Eine Art Soja, die in Brasilien produziert werden kann, ohne chemische Düngemittel und ohne Agrargifte. Das ist die minimale Voraussetzung. Das heißt, 43% weniger Kosten zu haben und mindestens 50% mehr am Preis zu haben. Warum würden die Bauern das nicht tun, sondern bauen Gentechnik an? Und die Frage ist einfach mit der Kontamination verbunden. Es geht nicht. Auch bei Soja nicht. Soja ist eine Pflanze, die sich selbst befruchtet. Eine autogame Pflanze. Ist trotzdem zur Kontamination gekommen. Bei der Trennung, beim Transport, also bei der keine ausreichende Trennung, bei der Verlagerung. Maschinen, die da in kleinbäuerlichen Betrieben Körner von einer Fläche zur anderen bringen. Also es war nicht möglich, kleine Inseln Biosoja in einem Meer von Gensoja zu haben. Das war einer der Gründe, aber vielleicht ist der zweite Grund noch wichtiger. Es gab eine Genossenschaft, die hinter diesem Projekt stand und die haben das auch aufgegeben. Man muss sich mal vorstellen, die meisten Genossenschaften in Brasilien, Bauerngenossenschaften, die haben den größten Umsatz bei chemischen Düngemitteln und Agrargiften. Jetzt sollen die plötzlich auf Bio-Soja setzen, das wäre so ähnlich wie die Agrarkonzerne würden jetzt hoffen, dass man weniger Chemikalien braucht, was eigentlich ihr Hauptgeschäft ist. Und so haben die dann auch die Agrarstrukturen vor Ort so bestimmt, dass die Lagerungsstruktur es schwierig macht, es zu trennen. Die ganze Transportstruktur es schwierig macht. Bei Häfen, die das auch nicht dann freihalten konnten, derzeit schafft man es, auf großen Flächen, Tausenden von Hektar, dann ist es fast so ein eigenes Agrosystem, das man isolieren kann. Und ich weiß auch, dass die entscheidende Frage ja bei der Einführung der Soja in Brasilien
die war, dass man sich gewünscht hat, da würden ja gar keine Lizenzgebühren zu zahlen. Gewünscht hat man es sich, aber in der Tat musste man es ja später. Und wer hat das dann organisiert vor Ort, dass Monsanto über die eingeschmuggelten Sorten aus Argentinien Lizenzgebühren bekommen hat? Die Genossenschaften vor Ort. Die bekommen 5 bis 15% des gesamten, der gesamte einkassierte Lizenzgebühren und sie leisten das dann vor Ort. Monsanto kommt da gar nicht vor. Also das machen die Bauerngesellschaften, die Bauerngenossenschaften selbst, die meistens von Großbauern geleitet werden. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland sehr anders ist. Also diese Agrarstruktur führt auch sehr stark darauf, dass man diese Schwierigkeit hat, eine Koexistenz oder, sage ich mal, eine sinnvollere Produktion an Priorität haben, anstatt diese Geschichte, die wir jetzt haben. Diese Argumente hatte ich immer, ich könnte es auch beschreiben, ich könnte sagen, wie war es passiert, dass wir dazu gekommen sind. Wichtiger jetzt ist ja aber zu sagen, die Bauern selbst sagen es. Warum es dann aber so schwierig ist, wieder umzusteigen, wenn die Großbauern es schon erkannt haben, es gibt keine ausreichenden Sorten mehr da im Süden. Und noch wichtiger, das Forschungsinstitut Embrapa, die öffentliche Forschung, wurde aufgegeben und man hat die meisten Sorten herbizidresistent gemacht. Sorten, die die Spitzensorten Brasiliens sind, mit Verträgen, durch Verträge mit den Agrarkonzernen, wurden einfach herbizidresistent gemacht und dadurch haben wir viel weniger Chancen, da im Süden wieder zurückzukommen. Ich weiß, dass da noch eine Menge ideologischen Argumenten eine Rolle spielen, denn es ist ja auch eine Frage der Politik, nicht nur der Technik, warum sich ein Kleinbauer wünscht, Großbauer zu werden. Und welche Rolle es spielt, wenn man einen Großbauer in einer Region finanziert mit Reisen in den USA und er kommt dann zurück und erzählt, wie toll das alles ist, wenn er dann nochmal an der Kirche beteiligt ist und so etwas wie ein Vorbild für die Gemeinde ist und man hofft sich ja auch mal so zu sein wie er und die Bauern dieses Thema diskutieren und eigentlich wird der, der ja nicht mitmacht, der rückschrittig. Und dann spielt das nochmal eine Rolle bei der Entscheidung für Innovation. Was heißt es dann, Herbizide zu spritzen oder hacken zu müssen? Also es ist wieder die Frage der Beschwerlichkeit der Arbeit. Die spielt da auch eine wichtige Rolle. Aber dieses Ganze im Gesamten zu verstehen, heißt auch zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Großbauern und bäuerlicher Landwirtschaft. Denn diese Technik, die noch nicht mal von den Großbauern jetzt mehr so akzeptiert wird, führt ja zu einer anderen Form von Landwirtschaft, nämlich es sind Investoren da. Die investieren in die Landwirtschaft und wenn das schief geht, dann gehen sie irgendwo anders hin. Das kann der Kleinbauer ja nicht so. Andersrum könnte man sagen, es sind ja Strukturen, die man in deutschen Verhältnissen immer wieder so betonen muss, die brasilianische Landwirtschaft, die hofft ja immer noch darauf, dass das Land, die Erweiterung der Anbaufläche keine Grenze hat. Also man kann ja immer noch mehr anbauen. Das heißt, wenn man weniger Ertrag hat, kann man die Kosten oder den Unterschied auch bei der Betriebskosten nochmal kompensieren. Das führt dann dazu, dass die Großbauern die Ländereien der Kleinbauern aufkaufen, also es führt zur Landkonzentration. Das hatten wir ja schon in der Geschichte Brasiliens. Ich würde schon zur Schlussfolgerung sagen, es würde vielleicht gar nicht möglich, das alles anderes zu organisieren, ohne eine Agrarreform durchzuführen. Die Agrarreform, die es nicht mehr ermöglichen würde, dass ein Mensch eine Pflanze auf 280.000 Hektar anbaut. Dieser Mann heißt Blair Romage, das ist der größte Sojaproduzent der Welt. Der ist inzwischen Senator, war Gouverneur des Bundeslandes Mato Grosso und ist 2004 als Kettensäger des Jahres von Greenpeace bezeichnet worden,
weil er für die Mehrheit der Zerstörung der Urwald zuständig war als Gouverneur und als Sojaproduzent. Dass der sich aber jetzt mit anderen Bauern vereint, um gentechnisch Weizen zu produzieren, ist was ganz Neues. Ganz wichtig ist auch, dass die Großgrundbesitzer eine Mehrheit im Parlament Brasiliens haben. So kann man es auch verstehen, dass die Regierung Lula und Dilma nicht nur eine große Koalition ist von Parteien, sondern eine Koalition mit Großgrundbesitzern und versucht zurechtzukommen mit diesem Spagat, gleichzeitig aber Agrarexporten zu setzen, damit man dann sozialen Programmen finanzieren kann, und sonst wäre es vielleicht auch gar nicht so möglich gewesen. Und es erreicht hat, gleichzeitig die Regierung zu sein, die am meisten in Landwirtschaft, also in bäuerliche Landwirtschaft investiert hat, und trotzdem es nicht schaffen kann, dass die Landflucht weiter zunimmt und die Landkonzentration weiter steigt. Die Abhängigkeitsstruktur, glaube ich, hätte ich da auch noch was sagen müssen, aber ich hoffe, bei den nächsten Fragen kann ich noch mehr dazu sagen. Ja, ich würde gerne wissen, wie du uns empfiehlst, dass wir auch zu so einer kannst du uns empfehlen, wie wir auch zu so einer basisdemokratischen Struktur von der Landwirtschaftsuniversität in Deutschland kommen? Und kannst du schon ein bisschen erzählen, was aus dieser Struktur gerade in der bäuerlichen Landwirtschaft entstanden ist? Könnte es jetzt so besser oder so? Ist da, okay. Also sag uns doch, wie kommen wir auch zu so einer Uni, wie ist das eigentlich entstanden und was entwickelt sich daraus? Was passiert auf dem Land? Wie werden die bäuerlichen Betriebe etwas gestärkt und kommt man Land? Das ist hier auch mittlerweile eine wichtige Frage. Danke. Ja, eine Frage erstmal. Ich habe jetzt verstanden, dass jetzt an der OFFS sozusagen eine neue Form von Wissenschaft und auch von Forschung stattfindet. Wie funktioniert jetzt die Übertragung der Ergebnisse dieser Bildung und Wissenschaft wiederum in den bäuerlichen Bereich? Also das heißt, wie ist die Vernetzung zu Beratungsstrukturen zum Beispiel, um gerade auch diesem, das kennt man ja auch hier in Deutschland, diesen sehr aktiven Vertretern, diesen sehr aktiven Verkäufern von den Agrarchemikalien auch etwas entgegensetzen zu können? Und das Zweite ist, ich arbeite für einen Bundestagsabgeordneten, der letztes Jahr in Brasilien mit dem Agrarausschuss sein durfte. Und in der Unterlagenmappe zur Vorbereitung war auch ein Bericht der deutschen Botschaft in Brasilien, die auch zum Thema Gentechnikanbau in Brasilien etwas gesagt hat. Die waren ganz erstaunt, dass entgegen ihrer Erwartung tatsächlich der Pestizidverbrauch keineswegs runtergegangen war, sondern dramatisch gestiegen ist. Also das hat auch die Bundesregierung inzwischen erkannt. Spannend war aber das Fazit aus diesem Bericht. Nicht etwa, das ist ein Problem, sondern das Fazit war, damit bleibt Brasilien ein attraktiver Markt für Pflanzenschutzmittel, auch aus deutscher Produktion. Ich habe eine pflanzenbauliche Frage. Kann man 280.000 Hektar Soja dauernd anbauen? Also Soja nach Soja nach Soja? Und dann würde ich gerne noch wissen, ob die Bauern im Süden, die jetzt mit diesen gentechnisch belasteten Sojapflanzen zu tun haben, ob die auf eine Anbaupause sich einrichten müssen. Das heißt, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang auf Soja verzichten müssen. Und was haben die für eine Alternative? Ja, das erste, also ich habe immer Schwierigkeiten, etwas für ein anderes Land zu empfehlen. Also das erste ist, es geht ja nicht nur so in Brasilien. Wir haben in Bolivien eine andere Entwicklung, wir haben in Venezuela eine andere Entwicklung, wir haben in Uruguay eine andere Entwicklung, wir haben in Ecuador eine andere Entwicklung. Wir haben in Chile eine Entwicklung, die sich wie immer wiederum ändert. Wir haben in Argentinien, also ist nicht nur Brasilien. Ich könnte vielleicht zusammenfassend sagen, wir haben einfach andere Regierungen gewählt. Nicht nur wir haben sie, sie wurden auch gewählt. Und das heißt, aus den letzten Jahrzehnten haben wir eine sehr starke Mobilisierung in Brasilien gehabt. Nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Und das hat dann zu diesen Regierungen geführt. Jetzt kommt aber beides zusammen. Also die Bewegungen, die wollten so eine Uni. Und die Regierung hat sie unterstützt. Wir hatten beides.
Also beides zu haben ist auch sehr gut. Ne? Es ist auch nicht so einfach, dass man in Brasilien akzeptiert, dass der einzige Präsident, der keine Hochschulausbildung hat, die meisten Universitäten gegründet hat. Und er wird auch nicht von den Eliten akzeptiert. Also es wird meistens zugegeben, dass er irgendwie ein Angestellter am Palast sein könnte, aber nicht als Präsident. Das ist immer noch so ein Mythos. Und es ist auch bei der Wiederwahl Dilmas zu sehen gewesen. Und das hat schon einen Einfluss gehabt. Und es ist nicht umsonst, ne, dass vielleicht diese Regierung fast allen Spielräumen nutzen konnte. Man muss sich mal vorstellen, das habe ich gar nicht erwähnt, weil ich immer so lange reden brauche. Ne. Also dass der nationale Plan zur Förderung der Agrarökologie ist jetzt im Oktober angekündigt worden. 8 Milliarden Reais, 3 Milliarden Euro zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft. Das wird von Dilma als Antwort auf die Frauenbewegung, Movimento de Mulheres Camponesas, ein deutliches Symbol, zum deutlichen Symbol, das dann nochmal verbunden mit diesem Programm Null Hunger, aber auch andere Mais Alimentos, zum Beispiel mehr Nahrung in Brasilien, die Bauern aus dem Markt, aus der Marktwirtschaft herausnehmen fast, ne? Man kauft die Produktion von den Bauern direkt auf und regional. Also wir auch an unserer Universität werden alle Mensas regional und ökologisch, wenn wir es haben, wir werden es ja auch fordern, damit man es produziert, von den Bauern regional kaufen. Also diese Geschichte ist schon sehr fortschrittlich und das bringt dann wieder beide Bewegungen zusammen. Also die soziale Mobilisierung, die wir seit der militärischen Diktatur, also schon vorher hatten, die militärische Diktatur hat es ja unterdrückt, und später begann es wieder unter ja, Befreiungstheologie, Basisbewegungen, Landlosenbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Sozialforum, also man kann hier ganz vieles nennen. Das alles hat zu diesen Regierungen geführt, die wir hoffen, im nächsten Jahr wieder zu wählen, weil deswegen muss man sich das auch dann vorstellen. Das war ja die Abhängigkeit von den Chemiekonzernen, vielleicht der Einfluss der Chemiekonzerne. Warum haben wir so viel Eile hier? Warum muss das alles so schnell gehen? Die Universität wurde im Jahr, also im September 2009 gegründet per Gesetz und im März hatten wir schon Studierende da. Ohne Gebäude, ohne Labors, ohne Professoren. Also man würde sich sowas vielleicht hier gar nicht vorstellen. Wir müssten jetzt erst vielleicht nach 5 Jahren die ersten Studierenden aufnehmen. Aber wir wussten ja 2009 nichts, was passiert 2010, wenn eine andere Regierung dran ist. So versuchen wir jetzt schon im Jahr 2013 uns zu erweitern auf 7 Campus, vielleicht auf 11. Weil wir wissen nicht, was im Oktober nächsten Jahres los ist. Vielleicht wird es wieder anders. So, die vorherigen Regierungen hatten ja die Universitätslandschaft so verändert, dass alles abgebaut wurde, privatisiert wurde. Und dann haben die ja hier durch staatliche Investitionen es geschafft, diesen Einfluss der Chemiekonzerne zu reduzieren. Und bei uns haben wir ja vom Anfang an abgelehnt. Also das ist schon mal was ganz anderes. Das heißt noch nicht, dass alle Universitäten so forschen. Das heißt auch noch nicht, dass das Bundesministerium für Forschung keine Mittel bekommen könnte. Das heißt auch nicht, dass wir nicht uns gegen bestimmten Richtungen der Forschung in Brasilien äußern und mobilisieren. Das Wichtigste ist, wir haben hier mit einer Mobilisierung zu tun, die permanent ist. Nicht nur vor der Gründung, sondern die Teilnahme der Bewegungen an der Universität selbst heißt ja, wir werden ständig begleitet und wir haben ständig Druck von unten und gleichzeitig haben wir die Unterstützung des Ministeriums für Agrarentwicklung. Wir sind das Beispiel für Investitionen in der bäuerlichen Landwirtschaft, weil da auch die meisten Kleinbauern sind. Wir haben noch den Vorteil, wir sind in der Region, wo dann die meisten sind. Also wir können es nicht garantieren, dass die Universität auch so bleibt. Wir sorgen aber dafür, dass wir es schaffen, diese Erfahrung aufzubauen und so zu verankern, dass es schwierig wird, dass die nächsten Regierungen, wenn es sie gibt, ne, also andere Regierungen gegen Regierungen es wieder zerstören. Das ist ja so im präsidialen System. Ne? Man weiß ja nie, inwieweit wir eine Regierung haben,
wenn schon die Mehrheit im Parlament gegen diese Regierung ist von vorne an. Also immer wieder diese Kompromisse. Ne? Monokultur, wie lange geht es noch? Gute Frage, wir müssen das wissenschaftlich untersuchen. Wir haben seit Jahrzehnten nur Soja. Und vielleicht ist das auch eine tolle Antwort darauf, warum machen die Bauern das immer noch? Man könnte ja auch die Frage stellen, anstatt warum machen sie Gensoja, warum machen sie Soja überhaupt? Denn es ist nicht so rentabel als was anderes. Ne? Aber die ganze Agrarstruktur basiert darauf. Es wird vor Ort aufgekauft, die ganze Agrarberatung, da wollte ich nochmal hin, die Agrarberatung und die Wissenschaftler haben hier eine riesige Macht, um das zu ändern. Sonst hätte ich mich auch gar nicht so einsetzen für eine neue Universität. Das ist auch der Sinn gewesen, ich bin ja nach Deutschland gekommen, damals mit einem Stipendium vom Evangelischen Entwicklungsdienst. Das ist ja Entwicklungshilfe. Ne? Jetzt gehe ich zurück und ich hoffe, dass ich durch Wissen zur Entwicklung beitragen kann. Und dass auch Bauern, die mehr wissen, mehr für ihre Arbeit bekommen können. Nicht nur mehr für ihre Arbeit, sondern auch mit den Naturressourcen besser umgehen können, sodass sie auch länger oder für vielen und vielen Generationen es schaffen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und das können wir ja anders gar nicht mehr. Wenn wir da nach vorne denken, also nochmal 50 Jahre Monokultur, ich glaube undenkbar, also undenkbar. Oder nochmal mit so viel Agrargifte, also die vergiften sich ja alle vor Ort. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, die meisten Kleinbauern, die auf dem Land leben, das sind ja nicht die Investoren, die Großgrundbesitzer, die sind irgendwo anders zu Hause, die haben das Wasser vor Ort alles kontaminiert. Die haben ihre eigenen Nahrungsmittel, dann geht es nicht darum, den anderen was Vergiftetes anzubieten. Das ist immer das schöne Spiel. Ne? Man geht da in der Landwirtschaft oft kommt zu solchen Erfahrungen. Ein Bauer produziert für sich gentechnisch frei und exportiert es gentechnisch verändert. Weil er sieht ja in der sogenannten Marktwirtschaft nicht den, der auf der anderen Seite steht. Also der sieht ja nicht den Verbraucher. Manchmal sieht er noch nicht mal der Nachbar. Ne? Das ist so, ich habe das mal bei den Bauern in Deutschland versucht so zu erzählen. Ne? Wenn ein Mensch den anderen erschossen hätte, würde er nicht auf das Trauerfeier gehen und mit ihm da es leid finden, also sagen, es tut mir leid oder sowas, aber er würde auch nicht dann nach Hause gehen und glauben, jetzt war die Waffe daran schuld. Beim Agrargift ist es so. Ne? Also man vergiftet sich selbst und die Nachbarn und ist sogar in der Lage zu weinen, wenn man einen anderen vergiftet hat. Und sich selbst. Und stellt nicht die Frage, machen wir da weiter? Die Biobauern hatten sich diese Frage gestellt, bevor sie nicht mehr anders arbeiten konnten als ökologisch. Schon mal vom Arzt her verschrieben. Ne? Aber die Frage ist dann immer wieder, ja, warum muss man zunächst zu dieser Situation kommen, bis man sich das bewusst wird? Man sagt ja immer, der Mensch ist in der Lage, es zu antizipieren. Man kann ja vorher, man kann ja vorsorgen. Ne? Und das ist vielleicht auch hier eine wichtige Antwort. Die Monokultur ist immer noch verankert als einfacher, als garantierte Preise oder garantiert für den Verkauf. Und die Regierung spielt jetzt eine wichtige Rolle, indem sie die Bauern auffordert, also Nahrungsmittel zu produzieren. Das heißt dann auch Fruchtfolge, das heißt dann auch diversifizierter. Und das heißt besonders, dass sie auch für sich selbst was produzieren und nicht darauf hoffen, sich so zu spezialisieren, dass sie in der Lage sind, mit Soja sich selbst versorgen zu können bei allem anderen, was sie da haben müssen, weil Soja essen die meisten ja nicht. Eine Runde. Es ist ein schönes Projekt, aber mir fällt es schwer, jetzt ein bisschen das einzuordnen, denn wenn es, also ich höre dann, es hat die Unterstützung der Regierung, andererseits weiß ich aber eben auch, dass die Großgrundbesitzer ihre Macht im Kongress haben,
dass die Agrarreformbehörde chronisch unterfinanziert ist, dass die Wirtschaft von den Agrarexporten abhängt, dass es ein Moratorium bei der Demarkierung indigener Gebiete gibt, sodass es klingt jetzt ein bisschen so, als ob das schon der neue Weg der brasilianischen Landwirtschaft wäre, aber ich habe eher das Gefühl, dass es leider noch nicht so ist. Vielleicht direkt daran anknüpfen, trotz dieser sehr erfreulichen Mobilisierungsbewegung, die Sie beschrieben haben, gibt es ja dennoch das sehr robuste Regime oder die sehr robusten Regime der supranationalen Organisationen, wie beispielsweise TRIPS, Trade Related Intellectual Property Systeme, die dieses Anliegen erschweren. Wie wirkt sich das bei Ihren Studiengängen in der Lehrplanung aus? Haben Sie Agrarrecht, haben Sie Agrarökonomie vorgesehen, um auf internationale Ebene, was internationales Agrarhandelsrecht anbelangt, auch Kapazitäten aufzubauen? Wir haben schon erzählt von den Treibern, also so Valerio Marti und ähnliche, die dort schon in die Richtung gehen, die Technik frei zu produzieren. Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen? Was sind die Treiber der positiven Entwicklung? Sie haben Paulo Freire auch schon genannt, Proterra, es gibt ja auch noch Zertifizierungssysteme wie ATIS, NGM. Welche Rolle spielen die? Und welche Rolle können wir in Europa von der Käuferseite her da spielen? Also welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Nachfrage nach gentechnikfreiem Soja, zum Beispiel auf dem deutschen Futtermittelmarkt, über zum Beispiel Handelskonzerne, welche Rolle spielen die hier? Und Sie haben das Beispiel Argentinien auch erwähnt, das heißt 99% dort sind schon gentechnisch versorgt. Diese Erkenntnisse, die Sie aus Brasilien schildern, die müssten ja dort eigentlich auch schon langsam ankommen. Wie würden Sie die Tendenz und die derzeitige Stimmungslage dort bei den Bauern und in der Agrarberatung einschätzen? Und gibt es dort ähnliche Tendenzen, wie Sie sie dort aus Brasilien beschreiben? Ich will nochmal die allgemeine Situation des ökologischen Landbaus oder ökologisch-orange dieser Richtung Produktionsmittel in allgemein interessieren. Das hatten wir schon angedeutet, das klang jetzt nicht sehr ermutigend. Das andere wäre, bei der Universität betreiben Sie auch gezielt Sortenforschung oder in Richtung Fruchtfolgen. Also ist das ein Schwerpunkt? Oder ist das mehr allgemeine Volksbildung für die ländliche Bevölkerung? Und dritte Frage jetzt. Gibt es ähnliche Projekte im Norden, unter anderem klimatischen Bedingungen? Also, als zusammenfassender Satz, wir nutzen hier alle Spielräume, die wir haben. Alles, was wir von der Regierung erfahren, zum Beispiel, es gibt eine Möglichkeit, ein Zentrum für Menschenrechte hier aufzubauen, werden wir am Freitag ankündigen, als fertiges Projekt, also es wird schon funktionieren, vor Ort. Das hatten wir in 3 Monaten mit der Bundesregierung organisiert, dass wir eine Stelle da haben, wo wir Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Indianervölker, Sklavenarbeit, nicht aufgeklärten Mörder, alles das vor Ort als Stelle im Rahmen der sogenannten Wahrheitskommission, die wir gegründet haben, vereinbart mit der Regierung. Wir werden jetzt einen Campus aufbauen nur für die Indianervölker, weil sie es immer noch nicht geschafft haben, zur Uni zu kommen und von ihrer eigenen Heimat wegzugehen. Wir werden das erste Programm für Aufnahme von Haitianer haben, nur für die Flüchtlinge aus Haiti werden wir bei uns ein spezielles Aufnahmeprozess einrichten. Man muss sich aber etwas klar haben hier. Es sind 4 Jahre. Man sollte sich hier keine Universität vorstellen, die fertig ist. Also was konnten wir in 4 Jahren tun? Wir können jetzt
mit 600 Professoren rechnen, die hier eingestellt sind, 100% mit staatlichen Geldern, ohne Drittmittelgelder sogar verboten, die einen anderen Job hat, wird entlassen. Wir haben hier alle Räte organisiert vor Ort, vor Teilnahme der Zivilgesellschaft. Bei jedem Campus, also diese Niederlassungen, sind 5. Muss ich mal vorstellen, eine Entfernung, 10 Stunden Autofahrt von einem Campus zum anderen, in einer Region, wo die Straßen immer zur Hauptstadt führen. Das gibt da keine große Verbindung auf der anderen Seite. Wir haben hier 43 Studiengänge eingerichtet und 8000 Studierende kommen im nächsten Jahr zum ersten Abschluss. Die Regierung hat uns geprüft auf die Qualität unserer Labors. Die sagen, es gibt keine Labors, die so gut eingerichtet sind in Brasilien wie hier für die Graduierungsebene. Wir haben uns bisher beschäftigt, diese Graduierungsebene so zu organisieren. Und gleichzeitig sind wir schon bei der Postgraduierung. Wir haben jetzt schon 4 Masterprogramme. Die heißen dann nochmal anders als in vielen anderen Universitäten. Zum Beispiel haben wir hier Masterstudium Sprachwissenschaft, Masterstudium Erziehungswissenschaft, die gibt es in anderen Universitäten. Aber wir hier haben auch Masterstudium Agrarökologie und wir haben Masterstudium Umweltwissenschaft. Also 4 Masterprogramme. Wir hatten bis zum Jahr 2014 die Frist, wir haben 2013 es geschafft. 2014 müssen wir eine Promotion einrichten nach brasilianischem Gesetz. Müssen wir eine haben, das machen wir im Bereich der Agrarökologie. Fast sicher. Oder Erziehungswissenschaft, so nicht ganz entschieden. Dann haben wir bis 2016 nochmal Frist, noch 2 Masterprogramme dazu und nochmal eine Promotion, also nochmal 2. Dann sind wir endlich anerkannt als Universität, die aufgebaut wurde. Jetzt fangen wir an, beginnen wir mit der Forschung. Also hier darf jetzt nicht gefragt werden, was habt ihr hier geforscht, wenn wir noch keine Labors hatten und jetzt erst die Professoren da sind, angestellt. Was wir vorhaben, ist dann etwas anderes. Das ist auch, was wir immer hier berichten. Dass das wenig ist für Brasilien, ist auch deutlich. Dass das aber das erfolgreichste Beispiel ist, ist auf der anderen Seite die große Hoffnung. Wir können hier sagen, wir haben das aufgebaut, was uns möglich war und manchmal sogar unmöglich, weil wir hatten auch ganz viel Glück dabei. Zum Beispiel eine neue Uni aufzubauen, mit solchen riesigen Gebäuden, in so wenigen Jahren, in einer Zeit, in der Brasilien auch aufgebaut wird, also so viel los ist im Wohnungsbau oder im ganzen Sektor der Bauwirtschaft, wo alles später geschafft wird als geplant, zum Beispiel Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Also hier es geschafft zu haben, diese Uni so zu strukturieren, dass wir alle Campus mit dieser riesigen Struktur haben und versuchen es zu kombinieren. Auf der anderen Seite die höchste Qualität an Wissenschaft und Infrastruktur für Wissenschaft zu haben und auf der anderen Seite die soziale Inklusion. Also für die, die am meisten eine Uni brauchen. Und das nochmal anders gestalten als die Erfahrung der anderen Universitäten in Brasilien ist, die alle von oben kam, also vom Ministerium bestimmt. Und dabei spielt sicherlich auch eine große Rolle, dass wir mit einer Bewegung zu tun haben, die in den letzten Jahren trotz Entpolitisierung des Landes, das ist auch zu sehen, zum Beispiel die Massenproteste im Juni haben das ganz deutlich gezeigt. Diese Welle der Entpolitisierung heißt ja auch eine Demobilisierung. Also es ist nicht zu sehen, dass jetzt Brasilien ganz mobilisiert ist, das Bild darf man hier nicht so vermitteln, sondern wir hatten es bei den Bauernbewegungen zu sehen und bei den Indianerbewegungen, die in der letzten Zeit genau die Regierung kritisieren, weil sie unter dieser Regierung diese großen Probleme haben, auch die Umweltpolitik kritisieren, sodass wir sagen können, gerade da, wo die Bundesregierung die größten Schwäche hat, zeigen wir ein tolles Beispiel da aus dem Süden, wo wir
versuchen, die Spielräume zu nutzen, die uns da möglich waren. Ob man das im Norden auch machen könnte? Vielleicht. Zum Beispiel das Ministerium für Agrarentwicklung versucht derzeit ein Weiterbildungsprogramm für die Landjugend in Roraima. Bei uns haben wir was schon geschafft. Wir sind schon im zweiten Jahr mit 4.120 Landjugendlichen, die weitergebildet werden und nicht an der Uni sind. Warum es hier so funktioniert? Vielleicht, weil hier diese ganze Geschichte auch der Mobilisierung der Vergangenheit dazu beigetragen hat. Das darf man nie vergessen. Was jetzt die Sorten angeht, also war das die Sorten oder ökologische Anbau insgesamt? Also der ökologische Anbau in Brasilien. Der hat ja zugenommen, obwohl man immer wieder mit diesem organischen, also Agricultura Organica, man würde sagen, das ist das niedrigste Niveau an ökologischer Landwirtschaft, was ich vorher mit der Biosäure versucht zu sagen. Also weniger Schäden, also ohne chemische Düngemittel und ohne Agrargifte. Das ist ja das Mindeste. Dass diese Form von Produktion sich ausbreitete, ist schon ein Phänomen. Das heißt aber noch lange nicht, dass vieles, was dazukommen müsste, wie zum Beispiel die Fruchtfolge, was selbstverständlich ist, denn wir würden ja nicht Bioproduktion auf Tausenden von Hektar produzieren. Das hat zum Beispiel mal ein Landes... Chef der Landesregierung von Paraná auf der Biofach behauptet im Jahr 2003, sagt ihr mal, wie viel ihr wollt, wir werden es schon produzieren. Also so einfach ist es dann auch nicht bei der Biosäureproduktion. Und es hat auch mit einer Zeit, ah, jetzt habe ich es hier, es hat auch mit einer Zeitentgiftung des Bodens zu tun. Also nach wissenschaftlichen Studien würde ich jetzt weniger Argumente haben, um zu sagen, geht es wieder zurück. Können wir wieder von der Gensoja auf die herkömmliche Soja kommen und vielleicht sogar auf Biosoja? Von wissenschaftlichen Studien her haben wir keine Basis da. Es gibt keine Untersuchung, wie der Boden jetzt aussieht oder wie man dazu kommen könnte. Die Zertifizierungsverbände sagen es aber, es würde gehen. Nach 3 Jahren Entgiftung des Bodens kann man wieder auf gentechnisch freikommen. Und es wird so zertifiziert. Also es spielt dann schon eine wichtige Rolle. Also wenn es nachgefragt wird, ist es möglich bei der Soja ein Zertifikat zu haben, gentechnisch frei zu produzieren. Es gibt da schon Verbände bei Bio-Soja, die sagen, nach 5 Jahren geht es auch mit Bio. Also diese Entgiftungszeit, ne? Das ist, was ich so als Antwort hätte, also möglich wäre es schon. Ob das jetzt wissenschaftlich möglich ist, den Boden wieder so also vom Weichgewicht her, wieder so zu gestalten wie vorher, das können die dann auf Gebieten sagen, wo vorher noch gar keine Gensoja drauf war. Das sind dann die Gebiete, in denen die gentechnisch freie Soja jetzt zunimmt. Das ist, glaube ich, die Antwort. Habe ich jetzt wieder was vergessen? Vielleicht nochmal die Frage, Entschuldigung, das war... Nach den supranationalen Organisationen, nach den sehr robusten internationalen Handelsregimen, und inwieweit Sie das in Ihren Lehrplänen auch aufnehmen in Zukunft, Sie sind ja 4 Jahre alt, um Kapazitäten aufzubauen, um auf Augenhöhe mitreden zu können. Immer schwierig, wenn das lernen, kurz zu antworten. Sehr schwierig sogar, dann noch auf Deutsch. Die meisten Veranstaltungen oder Treffen, die wir in Brasilien in letzter Zeit hatten, sei es Rio Plus 20 oder Weltsozialforum oder diese ganzen Treffen, die haben schon auf Regierungen gewirkt. Also man hat innerhalb der Regierung schon 2 Positionen, wo die herrschende Position immer noch mit dem verknüpft ist, was auch weltweit
mit anderen Regierungen beschlossen wurde, würde ich sagen, so meistens von dem, was man ja sagt, nachdem man mit Nachhaltigkeit als Begriff begonnen hat, hat man weniger Nachhaltigkeit geschafft. Also es hat Brasilien auch ein komisches Bild, zum Beispiel bei Energie. Nachdem man wieder Öl erfunden hat, dann hat man aufgehört mit erneuerbaren Energien und so weiter. So heißt es aber auch auf der anderen Seite, man hat mit Produktionen begonnen, die man dachte, die sind verschwunden oder die gehen gar nicht mehr. Zum Beispiel das Aussterben der Bauern. Man hätte sich ein Bild vorstellen nach dem Ganzen, was die WTO gemacht hat, oder die sind noch ein Brasilianer dran, ne? Mit Betriebsabkommen und alles dazu, das hat ja die Landflucht eigentlich erleichtert oder schneller gemacht, man könnte beschleunigen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es immer noch so viele Bauern, die da aufhalten, oder wie sagen wir das? Immer wenn ich versuche zusammenzufassen, dann fällt mir die Worte. Die immer ausharren konnten, gab es dann auch immer Hoffnung. Und das ist vielleicht das komische Bild Brasiliens. Je ärmer das Gebiet ist, umso mehr entwickelt man dort Hoffnung. Also man könnte ja sowas wie hier irgendwo anders erfahren. Man entwickelt es aber genau da, wo die ärmsten Bauern sind, wo die Landlosen entstanden sind. Da, wo es am wenigsten Investitionen gab in der Vergangenheit, nur zum Schutz der Grenze zu Argentinien. Also, wo die Investitionen in Bildung am geringsten waren. Und dort schafft man die größte Hoffnung. Das ist immer dieser Widerspruch. Ne? Und ich glaube, das ist in der Regierung auch drin. Man hat diese selben Strukturen auf großer Ebene. Man hat immer wieder diese kleinen Lücken, die aus Brasilien als Hoffnung für die Welt wieder eine Rolle spielen. Das hatten wir auch beim Bürgerhaushalt oder Beteiligungshaushalt zum Beispiel. Das haben wir jetzt mit der Agrarökologie, das hatten wir bei der Solidarwirtschaft. Und so viele Bereiche, von denen man das gar nicht mehr erwartet hätte. Vielleicht das von Herbert Marcuse zum Schluss. Ne? Der sagt ja, dass gerade da, wo die am meisten betroffen sind, die Menschen am meisten betroffen sind, sich auch die Alternativen entwickeln. Und wir hoffen darauf. Ich bin deshalb nach Brasilien gegangen und freue mich zum Optimisten geworden sein, obwohl ich beim Tun schon immer ein Optimist war, aber jetzt auch im Denken, also dass man wieder Hoffnung hat und trotz aller Widersprüche, die man hier schildern kann. Ganz herzlichen Dank für diesen brasilianischen Optimismus und die Ermutigung zum Widerspruch. Das können wir hier gut gebrauchen. Und ich darf Sie alle einladen, erstens am 18. Januar selbst zu unserer nächsten Wir haben es satt Demonstration zu kommen und zweitens sich da hinten vielleicht auch ein paar Plakate und Flyer mitzunehmen, um noch mehr Leute mit dorthin zu bringen. Wir werden, glaube ich, diese Debatte fortführen. Und ich freue mich, dass das hier doch auf viel Interesse gestoßen ist. Ich freue mich, dass wir langsam in unserer Diskussion hier beginnen, nicht nur über den Süden zu reden, sondern vom Süden zu lernen tatsächlich. Ich glaube, vieles von dem, was wir hier gelernt haben, ist so in Deutschland im Moment nicht möglich. Das müssen wir uns auch mal so klar machen. Und ich denke mir, die Widersprüche, die wir hier über Sozialdemokratie in Lateinamerika gehört haben, sind vielleicht auch eine Inspiration, die Widersprüche der Sozialdemokratie hier in Deutschland produktiv voranzutreiben. Insofern vielen Dank für diese Einsichten und vielen Dank für Ihre Beteiligung und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Ja.